Ahoi, ihr Landratten! Es ist wieder Zeit für Sea of Thieves. Und da wir heute nur zu zweit sind, brauchen wir ein neues Schiff, das wir uns kaufen müssen. Die Schaluppe. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und mit Hannibal gibt es heute wieder Sea of Thieves. Hallo? Hi. Schön, dass du mitmachst. Ja, ja, wir brauchen ein Schiff. So, hier ist eine letzte The Foxy Mermaid. Und genau, das ist ja ein Zweimaster, aber für drei Leute. Das machen wir nicht. Ich mache jetzt hier, das ist noch auf Englisch. Purchase New Chip, Schiffsjuwel, die Schaluppe, Schiff umbenennen. Wir bleiben unserem Stil treu. The Foxy Sea Dog. So, und ich weiß noch nicht, wie ich die Galeone nennen soll. Auch irgendwas mit der Foxy und dann weiß ich noch nicht. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. The Foxy Sea Dog, Schaluppe, jawohl, kaufen. Dankeschön. Da haben wir sie. Wir brauchen nichts herstellen, brauchen sie nicht umbenennen, wir brauchen sie nicht zerlegen. Wir tun jetzt Segeln. Auswählen. Ach, kann ich dann hier herumblättern oder was? Ah ja. Ah ja. Okay. Jo, private Crew. Jo. Soll ich dich einladen oder willst du nachjoinen? Ich join gleich noch. Okay, gut, dann machen wir. Gerade noch nicht. Ja, das ist, glaube ich, besser, weil wir jetzt mal in die Xbox-App rein und dann wieder so einladen. Es kommt eh nie an, gefühlt. Und dann machen wir das so. Bin unterwegs. Einziger Nachteil ist, wir müssen jetzt nochmal kurz in das Gelabere geben. Aber du kannst in der Zeit ja schon mit der Lagerkiste einsammeln gehen. Während ich schnell da alles wegklicke oder mir anhöre von dem, was der uns jetzt zu erzählen hat. Meinst du, das kommt nochmal, weil denke du ein schon. Anderes Schiff hast? Ich denke schon. Ich könnte mir vorstellen, dass der mir jetzt nochmal alles drückt. Andererseits ist es mein zweites Schiff, man könnte das Tutorial auch weglassen, aber ich glaube, so weit haben die Entwickler nicht gedacht. Bin mir aber nicht sicher, ich will ihnen da nichts unterstellen. Wir gucken einfach. Ja. Ich würde es mir aber auch gerne einmal ansehen. Ah ja, gut, dann. Anhören. Dann können wir es auch gerne... Kann ich es auch gerne durchlaufen lassen, das ist nicht das Ding. Also, so doll ist es nicht, der klettert nur tutorialmäßig, dass du jetzt dahin rennen sollst, was auswählen und, So, wir starten in der Nacht, dann ist das so. Also, im Prinzip ist es ja bloß ein Schiff mit Name. Es ist ja, sonst waren es von namenlose Schiffe. Und du kannst sie theoretisch, also ich finde es eigentlich frech, dass es Geld kostet, wenn ich das speichern will. Sag ich dir frei raus. Weil ich habe das Schiff schon für teuer Geld gekauft. Du hast schon bezahlt. Genau, das Schiff für teuer Geld gekauft, dass es einen Namen hat. Ich tue es umlackieren. Das kostet mich dann dementsprechend auch nochmal Skins, die ich eventuell mir erspielt oder erworben habe für Geld. Also Ingame Gold oder echt Geld. Und dann muss ich, wenn ich aufhöre, muss ich das noch extra teuer abspeichern. Und das ist aktuell verbuggt, habe ich gelesen. Das lässt sich nicht gescheit herstellen. Also gut, das Verbuggte, naja, der Patch ist neu, die Season ist neu. Drücken wir mal ein Auge zu. Aber trotzdem, dass es Geld kostet, finde ich, ist schon ein bisschen blöd. Ist ja schon eine Schaluppe. Ja, da ist schon eine Schaluppe. Aber es ist hier bei dem Hafen nicht ungewöhnlich. So, ich renne jetzt mal dahin, mal gucken, ob uns die Story nochmal drückt. Und dann kannst du das ja mithören. Doch, da kommt er. Hier. Captain! I see you're ready for your next grand adventure. Ah, der Name. Oh yeah. Bam. There. Another proud vessel ready to set sail across the sea. Nee, ist neu. Also ist kürzer. Good luck, Captain. Unten der Text, stellenweise Englisch, dann wieder Deutsch. Ja, ja. Okay, nee, also er sagt halt, ja, hast du ein neues Schiff gekauft. Er drückt ja nicht nochmal alles, finde ich gut. Weil so könnten wir auch keine Story starten, keine Quest starten, weil wir nicht einmal weggesegelt sind und dann müssen wir wieder zurück. Also, ist schon ein bisschen doof, aber so geht's. Okay, dann kaufe ich mal. Wo kaufe ich den? Ja, meinst du, das klappt jetzt mit deiner Lagerkiste? Hol du sie lieber. Lass mich diese ganzen Quests einzeln kaufen, diese Questpakete. Die muss ich bei der Nee. Warte mal, kaufe ich die hier? Ich bin leicht verwirrt. Moment. Ja, genau, diese Voyages, genau. So, ich würde sagen, wir machen keine Big Voyage. Wir machen eine Stufe kleiner. Ich weiß nämlich nicht, weil letztes Mal war es schon sehr viel, ne?
Aber ich kaufe trotzdem mal ein bisschen was, weil es ist ja genügend Platz auf dem Schiff zu haben. So. Eine Seite oben, genau, das sind die dicken. Das sind die etwas schwächeren. Und wir haben es doch. Der einzige Vorteil ist halt, wenn du so viel an Bord dabei hast, die verlierst du auch nicht, wenn du untergehst. Also, hoffe ich. Der einzige Vorteil, wenn du halt so viel an Bord dabei hast, ach so, ach dir. Du kannst halt jederzeit an Bord sagen, was machen wir? Weißt du? Das ist halt ganz, das ist auch nicht schlecht. Das ist halt ganz geil, weil wir haben von allem ein bisschen was zur Auswahl. Was haben wir Bock? Oh ja, kommen wir mal noch ein bisschen Gin, Orden oder das oder dies oder jenes. Und deswegen habe ich mal ein bisschen was gekauft. So, und dann nehmen wir uns noch irgendwas, was skinmäßiges. Letztes Mal habe ich halt diese Rosensachen genommen. Es gibt auch leider nichts mit Seehund. Also, liebes Rare. Ich habe das Ding jetzt The Foxy Sea Dog genannt. Es gibt nichts wirklich mit Seehund. Es gibt auch nichts mit Meerjungfrau. Das hat mich auch ein bisschen Catfish. Ja. Gibt doch nicht wirklich. Oh, hier ist ein hier kann man gar nichts plündern bei dem neuen Schnellverkaufsteil. Ach so, nee, die hier sind gar keine Fässer, nix. Das hätte man aber auch machen können. Kann man gar nichts sammeln. Ja, eigentlich so 2-3 Fässer. Gott sagen, 2-3 Fässer wären nicht verkehrt gewesen. Voll im Rahmen gewesen. Ja. Nimm nochmal die Rose-Sachen jetzt auf die Schnelle. Ich bin durch. War doch nicht da hinten noch was? Schiffsdekoration, ja. Gut, ich kann ja eh noch nichts, muss mir erst freischalten. Wenn ich nicht mehr hab, kann ich nicht mehr kaufen. Das ist klar. So. Du hast schon alles leer geplündert. Ja gut, hier unten gibt's halt viele, ne? Und auch hier unten drunter. Die hast du schon. Ah, da ist noch Feuerwehr gespawnt. Ah, da ist eine. Bei der Schaluppe, die wir gesehen haben, da ist jetzt ein Dreimaster-NPC. Bin mir gar nicht sicher, ob wir auch einen Dreimaster schaffen würden. Ich weiß nicht. Ah, wir sind da mittlerweile eingeübt, ne? Ja, schon, aber. Und wir sind wendiger. Der Hero ist aber meistens drüben und sabotiert die immer. Weißt ja, du? Aber wenn du die, wenn du den unten gut den Rumpf zuballerst, die haben die Schaluppe übrigens verstärkt. Da habe ich gelesen in den Patchlogs. Das ist teilweise noch nicht so positiv angekommen fürs PvP. Finde ich aber jetzt aus deren Sicht, weil wir als Schaluppe segeln, ganz gut. Hallo Traum der Seele, schön, dass du reinschaust. Hallo, wie war dein Wochenende? Alles gut bei dir? Hallo Traum. Und zwar, die Schaluppe braucht jetzt seit diesem Patch 2 Treffer mit diesen Kettenkugeln, dass der Mast bricht. 2. Okay. Jetzt kann man natürlich sagen, Imba. Man kann aber auch sagen, naja, wir haben nur einen Mast. Sprich, wenn die uns den abschießen, haben wir dickes Problem. Also, ich sehe es mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Also, die haben sich ja was gedacht dabei und vielleicht werden sie es ja wieder ändern. Wir gucken mal. Ja, auf jeden Fall jetzt für uns der Vorteil. Ja, einen Kanonenkugel kriegen wir. Ich bin fertig, ne? Ja, dann gehen wir an Bord. Da ist nichts mehr. Ich guck mal, was wir für Handel jetzt haben. Ich habe mir ein bisschen was gerade eingekauft. Ach, geht gut. Gut gefüllt, das Regal. Oh, 50 von 50. Habe ich wirklich alles voll gekauft? Ach, 19. Ich habe 10 mal gekauft. Das ist richtig. Absolut richtig. So. Eine geschätzte Frachtfahrt der Foxy Sea Dog. Eine geschätzte Handelsbestellung der Foxy Sea Dog. Hilft dem Handelsbund bei mehreren Aufgaben auf der großen gefährlichen Seereise des Captains. Und was ist das? Sammle Fracht und liefere sie in dieser schnellen gefährlichen Seefahrt des... Sammle Fracht. Wir probieren das mal. Wenn scheiße ist, brechen wir es ab. Aber das probiere ich jetzt. So. Kann ich das... Ach so, warte mal. Ich glaube, ich kann das direkt hier vorschlagen, oder? Seefahrten des Captains, genau. Eine geschätzte Frachtfahrt habe ich gekauft. Ich weiß nämlich nicht, was das ist.
Sammle Frachten und. Ja, das sieht doch ganz witzig aus. Ich hole mal die Handelsbundflagge. Musst du dann auch noch abstimmen, ist bei der Händlerin. Ganz okay, soweit. Das freut mich doch drauf gesehen. Das freut mich. Nein, ich will eigentlich nur die Flagge. Zack. Bei der Händlerin muss ich hin? Genau, bei der Händlerin gerade. Dann am Tisch. Unterwegs. Und dann abstimmen unten und dann gucken wir mal. Ich noch aus. Ich will überlegen, ob ich vielleicht nicht auch hier vom Greenscreen weggehe und das mit der Kamera so lasse. Traum der Seele, du bist hier doch begeisterter Zuschauer, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Streamern. Sprich, oh ja, das ist nur eine, okay? Aber 8 Kisten. Geben wir den Auftrag, 8 Kisten im Namen von Terry, Außenposten Dagger Tooth. Wir sind wir doch, oder? Das ist doch der Dagger Tooth. Ja. Okay, also wir brauchen vom Terry. Okay, da ist ein NPC. So, Traum der Seele. Greenscreen besser? Ich meine, Piratenoutfit würde ich dann auch, wenn es wieder kühler wird, hier anziehen. Ja, hätte ich den Papagei hier, wäre er vielleicht auch zu sehen, aber nicht ganz so prägnant. Oder ich setze ihn hier hin, aber das würde meine Schokoladenseite verdecken. Naja. Oder sagst du, nee, so ein Kästchen, wo man auch so ein bisschen Zimmer sieht, ist besser. Weil... Ich habe so das Gefühl, deswegen habe ich mir die Kamera auch geholt. Unter anderem halt auch, um so einen Blick ins Zimmer haben zu können. Ich habe das Gefühl, das wirkt ein bisschen persönlicher, wenn du so ein bisschen mehr auch vom Zimmer zeigst, weißt du? Hm. Du zeigst zwar mehr vom Spiel, wenn du den Greenscreen hast, aber dann bist halt nur du zu sehen im Greenscreen. Und ja, wenn dir die Nase des Streamers nicht gefällt, dann gibt es nicht mal in das Zimmer, was von ablenkt. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlecht ist. Es ist halt anders, sagen wir es mal so. Aber da kann der Traum der Seele was zu sagen. Der ist ja Profi-Zuschauer. So, ich suche immer noch Terry. Ich glaube, ich bin an allen jetzt vorbei. Hier auf der. Ach so, sind wir hier auf der Insel, Terry? Es ist wirklich der Typ ganz hinten. Er ist Terry. Oh, da müssen wir jetzt Kisten holen. Nein, es ist Winnie. Ist es dann die in der Bar? Es kann nur noch die in der Bar sein. Ich war sonst bei allen. Jo. Toni? Natürlich habe ich Pflanzen gekriegt. Harry. Seide. Blick ins Zimmer, immer gut. Ab und an kann man wechseln. Ja, also es gibt halt Spiele. Ich habe jetzt auch bei World of Warcraft habe ich auch die Kamera kleiner. Also nur so schmal am Rand. Sieht man nicht ganz so viel Zimmer. Da wollte ich auch so eine Ansicht mit der anderen Kamera machen. Habe ich mir auch ein bisschen gebastelt mit dem Rahmen. Hat halt den Vorteil, dass ich... es geht schneller. Ja, ich schalte die Kamera hier ein. Ich tue maximal ein bisschen reinzoomen. Ich brauche keinen Greenscreen hochziehen, ich will ja den Stuhl dann immer noch ausblenden und so, dann ziehe ich dann aus. Das sind alles so Kleinigkeiten und wenn ich dann schwitze ich halt das Hemd oder das T-Shirt plus noch das Greenscreen-T-Shirt, was drüber hängt, schwitze ich dann auch noch so ein bisschen an. Das mag ich alles nicht, wenn es so warm ist. Ne? Im Winter ist das kein Ding, dann mache ich sowas eher nochmal. Aber das war halt auch so eine Alternative für den Sommer. Also ich sage, wenn es so warm ist, dann schreibe ich das auch gerne in den Titel rein und dann sieht man halt so ein bisschen was. Und den Rahmen speziell von Sea of Thieves ist der ja wieder pflanzen. Der ist ja auch schön gemacht. Also von daher geben sie mir schon was Gutes mit an die Hand. So, das heißt, ich habe jetzt 2, wir haben jetzt 3 aktuell. Wenn du gehst, haben wir 4. Mhm. Okay, das wir zählen wie oft. Also 8 Waren sind es. Rum. Und ich sehe wieder nicht, wo ich langlauf. Oh,
Kommt besonders auf die Größe zum Spiel an, wie man es halt nutzt. Ja, also ich meine, ein bisschen was verdecke ich, aber so viel jetzt auch nicht. Ich gucke halt immer, dass die Größe halbwegs akkurat bleibt, ne? Wie du hast, dass du mir zugehört hast. Hallo? Hallo? Ich glaube, es hakt. Bis am Serie gucken, ja, okay. Aber trotzdem, gibt es was Wichtigeres als Fitzfuchs bei Sea of Thieves? Also bitte. Ich habe auch rum. Juhu. Ich glaube, wenn ich das so mache, kann ich auch die Frames wieder einblenden lassen, weil die Frames sind, glaube ich, immer links oben. Und da war auch immer mein Name halt. So, das heißt, ich habe das fünfte, du hast jetzt das sechste in der Hand. Oh, ich habe hier die Bar vergessen. Ich sehe nichts. Einzusammeln, meinst du? Blumen. Ja. Ah ja, gut, vielleicht können wir gleich generell nochmal sammeln gehen. Weiß man, okay, die vorne sind noch leer. Vielleicht, aber warte mal, wir müssen doch eh noch jeder eine einmal laufen, oder? Hm. Nee, ich glaube jetzt. Ja, vielleicht. Vielleicht reicht's, wenn ich jetzt mitnehme und du nimmst gleich noch mit, weißt du? Ja, das könnte auch reichen. Wo endet der Steg? Wo ist denn die Leiter? Essensmäßig vielleicht. Ach. Okay, essensmäßig könnte es. Doch, reicht. Ist noch fünfmal Essen da, das kannst du mitnehmen, den Rest habe ich. Warst du dir denn? Bin daneben gesprungen. Steckt Hero-Jäger. Ja, Hero-Jäger ist heute unpässlich. Kaputt. Das war, glaube ich, seine Aussage. Er ist so kaputt. Ja, der ist heute kaputt. Genau. Aber der ist die Woche wieder mit dabei. Wir segeln bestimmt nochmal irgendwie die Tage dann. Quallenkörper, echt jetzt? Ich habe gestern, als ich nach Hause gekommen bin, nach der Sauna, hatte ich keinen Bock mehr, PC anzuschmeißen. Und dann habe ich wirklich so ganz oldschool den Fernseher angeschmissen. Ich kann jetzt also nicht mehr sagen, ich habe ewig kein Fernseher mehr gesehen, das wäre gelogen. Und habe gedacht, vielleicht kommt noch irgendwas Comedy-mäßiges, wo ich Spaß dran haben könnte. Die Explosionssachen würde ich aber auch noch oben nehmen bei dem kleinen Ding, oder? Also die Kugeln. Meinst du? Ja, ich denke schon. Das sind noch zweimal Essen. Wieso haben wir die Seefahrt abgeschlossen? Was? Haben die Seefahrt abgeschlossen? Weil ich das letzte jetzt gerade genommen habe. Das kann aber eigentlich nicht sein. Warte. Wild Treasures. Wir segeln da jetzt mal dahin, aber der sagt, ja, die Seefahrt ist abgeschlossen. Ist das letzte. Ja, ich habe das letzte jetzt. Wo ist Wild Treasures? Da oben. Da segeln wir kurz hin. Es ist sehr verrückt. Das war ich ganz verrückt durcheinander, was ich machen soll. Okay, ja, hol mal das letzte, dann segeln wir dahin. Ja, ich bin gleich da. Ja, ist gut. Was wollte ich sagen? Achso, die Kugel wollte ich umsetzen, genau. Weil, dass wir unten dann wirklich nur die Feuerwerk haben und die Zauberkugel am Mitte haben. Die uns letztes Mal ja so ein bisschen den Arsch gerettet haben. Also ohne Scheiß. Ja, die waren echt gut eigentlich. Die Zauberkugeln haben wir in letzter Zeit, also habe ich vorhin noch nie wirklich groß genutzt. Und gerade die Ankerkugel. Du musst ja nur irgendwo den Rumpf treffen. Da haben die Ankerkugel drin. Also wenn wir ihn vorsehen, machen wir da auch mal kurz Halt, würde ich sagen. Und plündern das mit der Lagerkiste, weil Zauberkugeln sind sowas von wichtig. Okay, Anker hoch. Die sind echt cool. Ja, warte. Die eine Schaluppe kommt da. Ich will nur kurz in ein Fässchen gucken, ob wir wieder sammeln hätten können. Ja. Was hier? Wieder alles voll. Ja, dann lauf nochmal. Die Fässer sind voll. Dann lauf nochmal. Dann lauf ich nochmal los. Also genau hinter uns ist eine Schaluppe weg, ne? Vor uns ist doch auch eine. Die kommt übrigens hierher. Ja. Also sieht mal so aus. Fang mal an zu laufen. Nee. Hinter Speier uns einfach, ist eine Schaluppe weg. Hinter uns ist auch eine weg. Wo ist die Kiste? Unten bei den Sachen. Ah, wir müssen uns aber beeilen, dass die Pflanzen nicht austrocknen und so. Ich mach mal Wasser unten rein. Ja. So ein bisschen Grundwasser schadet nie. Wo ist die Schaluppe?
hab die eben noch gesehen. Müssen halt aufpassen. Ich habe das Gefühl, das Spiel trollt mich. Echt? Ich kippe hier Wasser hin, aber ich habe das Gefühl, als würde es groß mehr. Ja, ich sehe gerade nichts mehr. Ja. Ruhig. Da mache ich noch ein bisschen Wasser unten rein, dass die Pflanzen nicht austrocknen. Ich weiß nicht, ob es wirklich mehr wird, ist egal. Da kommt eins. Oh ne, kommt keins. Hat es nur genau wie ein Segel. Doch, da hinten ist eine Schaluppe. Aber die fährt. Ich bin auf dem Rückweg. Weiß nicht. Glaube ich nicht hierher, aber sie ist hinter uns. Sie fährt parallel. Ja, die anderen kommen auch nicht hier. Ich meine, der Vorteil ist halt an der Schaluppe, der Captain kann die alleine lenken. Und allein und auch allein das Segel machen. Ja, das ist der große Vorteil. Zwar geht es zu zweit auch ein bisschen schneller, aber muss nicht zwingend sein. So, jetzt muss ich gucken, wo wir hin müssen. Hinter uns hoch, okay. Wir haben eine Tanzkugel. So. You are the dancing queen. Ach nee, ich muss das ja alles jetzt oben machen, genau. Was? Oben machen? Ja, das Segel. Ach so, ja, stimmt. Ist alles oben. Ja. Stand unten gerade. Ja, Moment, wo sind die Schnur hin? Da ist eine Schaluppe, die fährt in die Richtung, in die wir auch wollen. Ich muss gerade mal gucken, ob wir richtig sind vom Kurs her, aber. Ja, sogar relativ gut. A Blind Man in Men's Lagoon vorbei. Zu Wild Treasure die Scheiße abgeben. Da gucken wir mal. Haben sogar Mitwind. Kaum zu glauben. Psst. Weiß, jetzt hab ich's gesagt. Jetzt hat er es gesagt, Mitwind, jetzt ist vorbei. Ja, ich habe noch einen. Genau, jetzt dreht der Wind nicht nur, sondern der hört einfach komplett auf. Das hatte ich. Für alle. Das hatte ich mal, den Grafikbug, dass du den Wind nicht mehr gesehen hast. Also, dass diese Linien halt weg waren. Ich guck die ganze Zeit. Achso, du bist dran. Okay. Ich guck die ganze Zeit. Ja, ich hänge ja, dran. Und gibt auf dem der kleinen Nussschale nicht so viel zu tun, ne? Nee. Ich sehe schon, wo wir hin müssen.
Die Schaluppe hält wohl an dem Vor. Ja, ich sehe es. Irgendwo war ein Totenschädel aktiv. Aber wenn das bei dem Vor wäre, würden wir den sehen. Also. Kurz Fenster zu machen. Jetzt sind sie vor uns. Schaluppe. Ja. Ich meine, zu verlieren haben wir nichts. Die Fahrt haben wir abgegeben. Wenn wir untergehen, gehen wir unter. Ja, aber wir haben ja nicht, wir sind ja nicht auf Krawall gebürstet. 112 Kanonenkugeln, normale. Wir müssen ein bisschen weiter rechts. Ach, da sind wir auch. Ich komme. Weiter haben wir 110. Ja, ein bisschen was haben wir schon gesammelt. Wäre schon ärgerlich. Ja. Ah, hier zu den kleinen. Genau. Jetzt sehe ich sie gerade nicht mehr. Ich auch nicht. Soll ich noch mal ein bisschen was geben an Ja, Segel? Klein bisschen noch. Okay, mach hoch, mach hoch. Ist oben. Okay. Da ist ein Wrack. Machen wir Anker direkt wieder hoch, oder? Och, lass doch erstmal. Der ist doch ganz schnell oben bei dem Schiff. Ja, aber der. Die Schaluppe segelt los, ne? Wie? Warte. Die Schaluppe ist los. Wo ist sie denn los? Aber vor uns, steuert aber nicht auf uns zu. Ich hab sie gerade nicht mehr gesehen, deswegen. Sondern segelt jetzt nach rechts weg. Ne, scheint so, dass sie abhaut. Alles gut. Okay, der will die Pflanzen ganz hinten haben. Also alle Wagen will der ganz hinten haben. Mhm. Weil ich weiß, wenn du so doof hältst, so schräg wie wir jetzt gehalten haben, dann kann die Engine dich gerne wegdrücken und dann dreht das ganze Schiff wieder weg und dann bist du deswegen. Ja, mobil sein schön und gut, verstehe ich. Mhm. Aber bei der Schaluppe, wie gesagt, zu zweit ist der Ratz verzogen. Ja. Das ist halt auch das Fiese bei der Galeone, die wir gegen uns hatten. Wenn du da eine Ankerkugel draufballerst. Dann ist der schwere Anker erstmal unten. Und wenn du den, wenn du den vielleicht noch kaputt geschossen hast. Zu dritt musst du den. Im besten Falle. Ja. Ja. Aber nicht alle drei können jetzt an den Anker gehen. Ne? Genau. Hast du da Löcher zu Also am besten zu viert. Schießen ne? oder. Genau. Ich sag ja. Die Ankerkugel war's. Danach haben wir schön jeden Mast abgeknallt. Oh. Und danach haben wir die Löcher reingeballert. Und dann. Jo. Okay. Dann ist das so. Ja, ich schlag mal noch eine Handelsmission vor. Wir machen jetzt eine längere. Wir müssen ja nicht alles machen. Wir machen dann das von dem. Ach, Wasser hast du auch schon raus, okay. Ja, ja. So, aber ich schlag jetzt. Warte, schon mal kurz gucken, was der noch so im Angebot hat da. Ach so, ja, ja. Und dann segeln wir gleich mal das Wrack an. Ich hatte eine neue Uhr. Wir sind hier nicht bei den. Wir sind hier nicht bei den Premium YouTubern und Twitch-Influencern, die sich eine Rolex bei XYZ kaufen müssen, nur um glücklich zu sein. Andererseits, wenn du halt in einer Welt lebst, wo du so viel Geld kriegst für. Na, ich will jetzt nicht sagen, nix arbeiten, aber. Naja. Verhältnismäßig, ne? Sehr viel Geld auf einmal kriegst, wenn du vorher halt sowas nicht hattest. Da kommst du eh auf die Idee, dir sowas zu holen. Ne? Kommst du? Ja, dann kauf mal hier mal kurz hier die
So. Hattet ihr was Gutes? Ach, du bist schon weg. Ich dachte, du springst gleich rüber. Alles gut, bin gleich da. Und ich schwimme einfach zum Wrack. Ist doch gerade vorne. Unter Wasser. Wie ein U-Boot. Bin da. Ihr habt es schon gehört. Es gibt so einen gewissen Sound, wenn einer hochkrabbelt. Ah, guck mal, hey. Ist ja echt hier auch noch. Du kannst unten abstimmen, ne? Übrigens. Ach so, stimmt. Kann, ich muss. Ja, du musst. Da. Nee, das Wrack ist gerade despawned. Wollte gerade sagen, wo ist denn das Wrack hin? Vor unserer Nase gerade weg. Jetzt aber bin ich blöd. Es ist gerade weg. Das ist natürlich bitter. Ja, kaum habe ich da Dinge bestätigt, ne? Ach so, nee, damit zusammen, meinst du? Kann sein. Kann ich mir gut vorstellen. Kann sein, dass das getriggert hat. Oh, aber gut, das konnten wir nicht hören. Auf dem neuen Server hat es uns nicht gehauen, also. Das ist, also. Jetzt haben wir hier jede Menge, also. Was geht eigentlich? Wir haben einmal vom Dagger Tooth haben wir eine Reise, wo wir klären müssen. Dann haben wir einmal, das machen wir garantiert nicht. Hühner sammeln, Wildschwein, das dauert viel zu lange. Bis du die goldene Schlange hast, diese Schwarzschuppenschlange, getreiftes Schwein, diese ganzen Schweine, das dauert ewig, das lassen wir aus. Das rentiert sich gar nicht in der Zeit, da machst du andere Sachen 10-mal schneller. Aber die anderen Sachen können wir machen, abholen von und dann da und da abgeben. Mhm. Shipwreck Bay müssen wir abholen und von Catherine from Three Paces East. Also Shipwreck Bay ist hier unten. Und Three Paces East ist auch wieder so was Kleines. Okay, wir können schon mal wieder runterfahren zum Dagger Tooth Outpost. Ich sehe da hinten auch wieder Möwen auf 3 Uhr. Ja, aber klein. Ja, ich sehe nur nicht, wie viele das sind. Hm. Habe ich auch schon gesehen, es sind leider zu wenige. So, ja, wieder zurück nach Südosten. Nee, nach Südwesten natürlich. Ja, mach ruhig Segel. Perfekt. So, und ich gehe kurz unten noch Three Paces East suchen. Three Rock Isle. Das können wir wegmachen. Da. Da ist auch okay. Ist auch okay. Vor uns sind Fässer. Ich habe extra da hingeschaltet. Die können wir doch direkt mitnehmen. Die sind genau vor uns. Ja. Wir müssen auch noch einen Außenposten eigentlich, einen Piraten, nicht Piraten, das Skelett. Oder blinkt was? Ist ein bisschen näher noch, wenn du kannst. Aha. Ach, das ist nur ein Start. Nee. Ach, das war das? Nein. Ja. Logbuch. Das war das? So weit außen? Und da haben wir wieder vorgegriffen. Natürlich habe ich einen schon. Und Blightman's Lagoon. Aber Blightman's Lagoon ist hier vorne. Oh, warte, wir sind an dem anderen Zeug vorbeigeschwommen. Hä? Oder ist da nichts? Was war das? Nee, ist da nichts anderes noch? Nee. Das gehörte schon zur Quest? Nein, ja. Ich meine nur, ob da noch eine Kiste dabei war. Nee, ne? Das ist nur noch Trümmer. Wir sind jetzt zu Blightman's Lagoon, das ist links von uns. Ja.
Was soll ich machen, ne? Ups. Alles gut. Ne, das war das sogar. Das hätte ich doch nie an der Stelle... Ich weiß nicht, ob das zufällig spawnen kann oder ob es mehrere Spawnpunkte dafür gibt. Weil eigentlich ist der erste Hinweis nicht an der Stelle. Jo. Säge? Jo. Das müsste Blind Man's Lagoon noch sein für uns. Ja, genau. Ja. Papi. Aber wir haben keinen Schlüssel, ne? Nein. Da hat nichts geblinkt. Da ist nichts mehr geblinkt. Nee. Kosmetik. Was ist hier? Da. Vielleicht müssen wir den ersten Hinweis noch finden. Es kann sein, dass das der zweite war. Ach, ist direkt hier vorne. Anker? Ja, mach. Das ist irgendwie noch ewig. Nein, wir müssen weiter einschlagen. Achso, ach, Anker. Mach das Skelett noch schnell im Nahkampf. Was ist das für? Wir sind nur noch Fässer, da kannst du mit der Lagerkiste gleich nochmal kommen. Vielleicht gibt's hier noch was Gutes. Sehr schnell abgelaufen, die Insel. Boah, ich sehe hier drei Fässer. Ah, hier sind auch nochmal zwei. Mhm. Da hinten sind noch, genau. Ob noch was glänzt hier am Strand. Glänzende Dinge. Ich liebe glänzende Dinge. Und ja, es ist alles Gold, was glänzt. Hier ist auch noch eine Kiste, eine Holzkiste mit 13 Holz. Das war's ja mal. Nehmen wir auch mit. Keine Fässer mehr. Nö. Schaden genommen, da wird's Zeit für ein lecker Baninje. Oh. Zweiter Hinweis sagt uns, was sie folgt. Nach Q6. Okay, aber bevor wir nach Q6 fahren, das ist hier. Gucken wir nochmal bei Dagger 2 vorne dran, weil da könnte der Schlüssel noch am Wasser irgendwo liegen. Anker? Da ist eine Statue. Aber die ist ziemlich tief. Oh, es ist eine rote. Boah. Sollen wir es probieren? Ich würde fast sagen, nee. Ach, du musst an Bord bleiben. Wir sind viel zu weit weg. Ja, ich dachte. Nee. Zu zweit, schnell. Das Ding ist halt,
Bei der roten, die macht richtig, richtig viel Damage. Da gehst du am besten zu zweit, gehst du am besten zu dritt drauf. Und die ist halt sautief. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein, zweimal sterben, ist relativ hoch. Und dann sind wir, glaube ich, nur genervt. Und für den einen Rubin lohnt sich der Zeitaufwand nicht. Aber ich habe es halt gehört und dachte mir, okay, komm, wenn das Ding in der Nähe ist, blau oder grün, hätte ich gesagt, jo, komm. Aber ich will eigentlich erst zum Außenposten, aber da ist schon der nächste Punkt, wo wir hin müssen. Wenn es mich schon so anlacht. Ja, aber das könnte auch schon das Schlussfrack sein. Und sehr viele Möwen. Sehr viele, ja. Wo ist denn der Außenposten? Ja, da müsste das sein. Ja. Ne, sind nur Fässer. Machen wir Anker, wir sind so schnell. Da ist auf jeden Fall wieder ein Fass, ja. Warte, ich hol die Lagerkiste. Ja. Mach schon mal Anker hoch, weil wir müssen noch ein bisschen reindrehen. Schon okay, dann mache ich. Ja, ist leer. 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 Das ist eine helle. Ja, das ist die Story, Ding. Ach so, okay. Leer. Jetzt noch mal ein klein bisschen einlenken gleich. Leer. Ja, ich komme schon die anderen nicht mehr ran. Ja. Okay, reicht. Aber leer. Jo, die letzte hole ich so. Also. Zack. Na, ich wollte dich hochholen. Ach so. Danke. Okay. Wir fahren nochmal zurück, weil, wenn du dir die Strecke anguckst auf der Karte, dann fahren wir eigentlich vom Daggertooth los und ja, wir haben immer noch keinen Schlüssel gefunden. Das wundert mich halt. Deswegen schauen wir gleich nochmal, ob hier nicht nur irgendwo uns Möwen anlachen. Sieht aber erstmal nicht so aus. Nee, nicht wirklich. Mm-mm.
Ich erkenne nix. Aber die Möwen verschwinden nicht, die Riesendinger. Ja, falls du was vergessen haben solltest oder so. Das ist schon okay so. Ja, aber ist ja alles leer. Ja, ja. Dann hätten sie auch eigentlich dann... Ja, hätten wir machen können. Ja, können auch bleiben, alles gut. Hab nichts gegen Vögel. Hm. Gegen Möwen auch nicht. So, 3 Uhr, Schaluppe, jo. Ja, ein bisschen weit so, weg, aber ja. Vor uns, links von der Insel sind Möwen. Die Insel, auf die wir zufahren. Links von der Insel. Links hast du doch von der Insel hast du so ein paar Palmen einzeln. Ja. Da drüber, also etwas. Komm, ich segel uns dahin. Ja, wir müssen zumindest dahin. An dieses kleine Palmending. Ja. Aber ich sehe keine Möwe. Oh, stopp. Da an die kleine Insel da rechts müssen wir. Da, dahinter die Möwen, siehst du die? Ach, ganz dahinter. Ja, aber ja. Die sind, glaube ich, von diesem kleinen Mini-Outpost da hinten. Da leuchtet es schon. Vielleicht ist da der Schlüssel dabei. Aber der Felsen davor. Nein, ich war auf der anderen Seite bereit. So. Da ist nur eine Flasche. Das war's, ne? Da glitzert nichts mehr. Aber links von uns sind Möwen mit Fässern. Ist noch Essen, aber Essen brauchen wir nicht. Ist soweit. Kommst du an Bord? Links von uns sind auch noch welche. Fässer. Ja, ist alles nur mit voll mit Möwen. Essen, leider nicht mit Kugeln. Ist da noch was zu holen? Alles nur Essen. Hier. Eine Kugel. So, ich komme mit der Lagerkiste. Ach, wir haben doch genug Essen. Bei Essen brauchst du. Wäre jetzt noch mehr Kugeln dabei gewesen. Kugeln habe ich so eingesammelt. Aber so. Gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Ja, komm mal hier links von uns. Moment. Was haben wir denn eingesammelt für einen Hinweis? Hier. N5 sieht ziemlich gefährliche Gegend aus. Blablabla. N5. Ja, aber es ist ja schon fast das Ende, also. Hm. Ach, da leuchtet noch was, ja, ich seh's. Und mit der Lagerkiste. Ja. Hä? Ach, die ist leer. Leer. Ein Stab nehmen wir mit. Komm. Leer. Leer. Mann, ich war jetzt zweimal genau drauf.
Also ich glaube, ein Dreimaster würden wir hinkriegen, aber nicht, wenn wir so ein Event machen, wo dann links ein Einmaster, rechts ein Zweimaster und du denkst dir so, Moment mal, das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Vielleicht, wenn wir noch so ein Beiboot hätten mit einer Kanone mehr auf der anderen Seite oder so. Das wäre, glaube ich, auch noch ganz praktisch. Das wäre geil, ja. So, also hier waren wir ja schon, soweit ich weiß. Sollt ihr in den Wrack sein, springen wir trotzdem nochmal rein ins Wasser. Ja, ist zu kalt. Ach. Nur bei harte Nippel. So, sind wir schon vorbeigesegelt? Ja, oder? Ja, sind wir schon. Tatsache, die habe ich nicht gesehen. Ich schwimme nochmal hin. Und dann mit der Meerjungfrau zurück. Achso, ich bin schon am Nee, fahr weiter. Hier ist nämlich nichts, wie ich es gedacht habe. Naja, das sind die Fässer. Mensch, bin gleich da. Sie ist zumindest mal noch ein Fass. Wegen einem Fass drehen wir nicht rum. Ah, ist wahrscheinlich das Story-Fass. Naja, das ist Story-Fass. Geh mal, Jungfrau. Hm? Na. Ah. Hallo? Ja, N. Was war es? N irgendwas. N5. Wo sind wir denn jetzt? Oh Gott, wo fährst du denn hin? Nein! Nach oben? Nein. Nach Norden. Nicht zum Deckertuf zurück. N5. Da hätten sie noch mal kleine Möwen. Aber das ist... Doch, das könnte es sein. Ja, das ist strack im Norden. Jetzt, dann steuern wir die mal an. Ja. Was sagt der Wind? Der Wind sagt sogar... Sogar ganz gut hier. So. Ja, super. Da ist nichts. Doch. Das Schiff. Aber wir haben den Schlüssel nicht. Das ist doch scheiße. Können wir nämlich gerade das Loch buchen und das war's. Ich sehe zumindest nichts hier. Dann kann es ja nur das Schiff unter Wasser sein. Guck mal kurz. Nee. Sehe nix. Nee.
Moment, wo ist denn? Doch, warte, da ist was im Wasser. Ach, da. Ja, da schwimmst du hin. Hier waren wir schon. Es ist auch. Sind wir in L5? Ich glaube nicht. Wir sind mitten in N5. Ja, krass, aber da ist nichts. Mal kurz ins Krähennest. So. Da, wo du jetzt warst, da sind nur Bruchteile an Gedöns. Ich hab jetzt nicht getaucht, aber... Ne, es schwimmen ja oben. Die Sachen. Wenn oben was schwimmt, dann muss ja oberhalb sein. Das gibt's da nicht. Vielleicht waren wir da ja schon. Also, dass wir die. Ja, aber weit und breit sehe ich aber keine Möwen. Sicher? N5? Ja, aber wir haben noch eins mit Q6, aber da waren wir doch auch schon. Q6 waren wir auch schon. Haben wir aber Sunken Grove. Aber wenn wir nochmal gucken. Nee, das hatten wir zuerst eingesammelt. Guck mal. Und das, ja. Das hat uns hier eingesagt. Blind Man's Lagoon. Blind Man's Lagoon haben wir gekriegt. Dass wir nach Q6 fahren sollen. Genau, und bei Q6 haben wir gekriegt, dass wir zu dem fahren sollen. Das Ding hat uns im Kreis geschickt. Ja, er hat uns im Kreis geschickt. Durch Kuhs denkst du Ruder, auf den wir uns befinden. Nicht nach Kragen. Sicherheitshalber durch Q6. Ach, falsche Taste. Wir waren, wie gesagt, bei Q6. So. Oder waren wir es nicht? Und an dieser einen Insel. Du kannst ja die komplette Karte aufmachen, da siehst du es ja. Aber ich glaube, wir waren nicht bei Q6. Warte mal, wir waren nicht bei Q6. Da ist N5 ziemlich gefährliche Gegend. Wenn wir da durchsehen, müssen wir aufpassen. Okay. Q6, ja, komm, Q6 ist, gucken wir. Ja, stimmt. Wenn ich auf der Karte gucke, wir waren nicht bei Q6. Wir haben andere Möwen gesehen und sind dann dahin gefahren. Ah, okay. Okay. Wir haben die halt in falscher Reihenfolge eingesammelt, weil das war unser Problem. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt nach Ost, Südost. Alles klar. Anker ist oben? Ja. Ja. So, Segel, jo. Weißt du, wo ich heute war? In einem Labyrinth. Aus Hecken oder aus Mais? Gibt ja diese Maisfelder. Genau, jetzt überleg mal, aus was. Das ist das Geile daran. Hatte ich noch nie gesehen. Okay. Aus was könnte man Labyrinth machen? Okay, es ist wie Mais, nur kurzfristig da. Nur kurzfristig? Hohes Gras? Maisfeld, Schilf? Nee. Dann könntest du dich sogar schneiden. Nur kurzfristig. Bambus? Nee, brauche auch länger.
Weizen, sowas, Gerste. Fast. Fast. Was wächst noch bei uns? In Rheinland-Pfalz. Wein. Nein. Nee. Das wächst ja ewig. Ich wollte gerade sagen, Weinrebenlabyrinth. Bist besoffen, wenn du rauskommst. Ich höre ja auch. Da lang. Ich sag's dir. Ja? Ich sag's dir. Ja? Hanf. Was? Ja! Das ist legal. Ja! Sicher. Es ist nämlich. Hier, guck mal. 2 Uhr. 2 Uhr, 1 Uhr. Ja, was? Möben. Siehst du wieder nicht? Bin ich wieder blind? Ah, da drüben, ja. Ja, genau vor uns jetzt. Hanf. Ja. Medizinisch oder was? Richtig. Ach, come on. Ja. Das lassen die jetzt medizinisch durchgehen. Jedes Jahr. Die machen, die haben aber eher diese Hanfkörner. Das ist kein... Wir brauchen noch. Ja, hab's auch gesehen. Ja, das Ding segelt ewig noch nach vorne, ne? Komm mal hoch. Und die ganze Zeit der Geruch da, ne? Wahnsinn. Ich glaube, der ist der Schlüssel, oder? Der Schlüssel! Ja, endlich, jetzt bin ich glücklich. Ich hatte nämlich Schiss, dass der Schlüssel irgendwie verloren ging. Oh, komm her jetzt, sag mal. Verdammter Wellengang. Oh. Ich glaube, das ist kaputt. Brauchst du noch was? Doch, ich glaube, da ist noch ein Fass, aber das ist, glaube ich, kaputt. Okay, Hinweis. Ah, der ist auf die zwei Seite gelandet. Na, ja. Endlich wird es spannend, ein Skelettschiff zwischen uns und unserem Ziel zu spät und den Kurs zu ändern. Also zückt schon mal die Endermesse. Ja, wir haben es wohl nicht geschafft. Zwischen uns und dem Ziel. Also müssten wir jetzt nach Marauders Ark. Marauders Ark war das Ziel. Richtig, richtig. Also segeln wir jetzt sturstracks nach oben, nach Norden und da muss irgendwo ein Wrack jetzt auftauchen. Okay, Segel. Weiß nicht, was los ist, aber wir haben nicht einmal Gegenwind gehabt. Ne? Einmal. Bist du ruhig? Doch, ich muss das jetzt sagen. Ich muss das jetzt komplett ausdiskutieren. Das war nur einmal und da hast du gesagt, wo segeln wir denn hin? Das ist doch falsch. Und dann hatten wir wieder mit Wind. Der Schlüssel liegt auf dem Missionstisch. Ja, ist okay. Nicht auf dem Kartentisch. Falls du den jetzt ist Holt ja immer noch warm in der Dachgeschosswohnung, aber nicht ganz so warm. Aber ich habe schon gesehen, wie warm es für die nächste Woche wird. Oh. Da habe ich schon wieder keinen Bock. Oh. Warte. Nee. Nein. Nein. Ach, Y. Was auch, wo ist denn hier mein Porträt? Tada! Wir haben so ein bisschen ein Problem gerade. Wir sind zu schnell? Ich würde es behaupten. Hier muss irgendwo ein Wrack sein und jetzt ist noch Nebel und am Schluss übersehen wir das. Wir fahren nämlich gerade auch so ein bisschen falsch. Mal hoch ins Krähennest. Das sieht man nämlich ein bisschen mehr.
ja auch nichts. Irgendwas jault hier. Warum gibt's ja eigentlich nicht das Monster von Loch Ness? Das kann ja nur mal so random auftauchen, seinen Kopf rausstrecken und dann wieder abhauen. Ja, weil das in einem See war. Nicht auf dem offenen Meer. Ja, aber vielleicht hat's auch mal Bock auf Urlaub gehabt, weißt du? Last Minute gebucht. Ab in den Süden. Zack, hier ist es. Warum nicht? Also da ist jetzt, machen wir das Segel ganz hoch. Also wir... Oh, vor uns ist eine Insel. Ja, das ist genau die Zielinsel. Und hier müsste schon längst irgendwo das Wrack gewesen sein. Also werden wir gleich nochmal rumdrehen und zurückfahren müssen. Aber wir sehen nichts. Nee, ich sehe auch nichts. Also aufgrund dieses Nebels hier ist, müsste irgendwo ein Wrack sein auf dem Weg zum Ziel. Bis zu dem, wo die gekämpft haben. Aber ich sehe keine Möwen hier. Ist gerade... Der Nebel ist gerade nicht sehr... sehr freundlich uns. Trotz Krähennest, kein Überblick. Und wird auch gleich dunkel. Dann sehen wir noch weniger. Also genau vor uns ist ein Vogel. Ja, habe ich schon gesehen. Und ganz oben. Aber die gehören ja zu der. Zu also der theoretisch Ende. Gesehen, wenn wir so jetzt kerzengerade in den Süden fahren würden, dann wären wir wieder auf der Strecke, wo die. Also. Ne? Aber solange der Nebel da ist, denke ich, macht das wenig Sinn. Da sollen wir einfach mit ganz wenig Segel einfach voranschreiten. Ich fahre jetzt Strecke im Süden ein. Mach mal ganz wenig Segel. Willst du mal ein bisschen vor? Ja, ein kleines bisschen noch. Dass wir ausschließen können, dass es direkt vor uns ist. Okay. Aber wie gesagt, gerade nur so ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, der Nebel wird schlimmer. Die Musik ist unheimlich. Neblig. So, sind wir im Süden? Nee, noch nicht. Okay. Aber warte mal, ich will erst mal gucken, ob wir wirklich richtig ausgerichtet sind jetzt. Mhm. Na, nicht wirklich. Haben wir uns jetzt ein bisschen vorbewegt, haben wir ein bisschen neues Tier. Das Ding ist halt, du fährst jetzt halt schnurstracks diese Strecke ab, aber das kann ja... sein, dass es, also dass der Entwickler will, dass du diese Strecke abfährst, du aber links und rechts davon gucken musst, wo dann die Möwen sind. Wenn aber so krasser Nebel ist, dann fährst du zwar die Strecke ab, aber siehst die halt nicht. Ja, nee. Das ist halt jetzt einfach, ja, ein kleines bisschen doof. Aber der bleibt auch nicht ewig da, der Nebel. Komm, hast du von Hanf erzählt, ist alles neblig. Wolltest du nochmal erwähnt haben. Freunde von mir so gefragt. Ja, hast du rausgefunden oder hast du alles angezündet? Du bist einfach rausgeschwebt. Oh, war das gerade ein Grafikbug? War das da auch? Das sind auch so kleine Stationen. Oh Gott, also wenn ich hier bin, sehe ich es. Ich kann den Nebel so ein bisschen auto-tricksen. Wo ist er weg? Ah! Cool. Ja, das ist die Unreal 4 Engine, soweit ich weiß. Die ist jetzt natürlich auch nicht mehr die neueste. Und die 5er gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen auf dem Markt, wo programmiert wird für PlayStation und Co., aber auch für PC. Ich weiß nicht, wie einfach es ist, zu sagen, es wäre irgendwie cool, wenn das ginge, aus Entwicklersicht. Du upgradest jetzt von der 4 auf die 5er Engine und dann wird alles automatisch übernommen. Wäre ganz geil. Aber ich glaube, so einfach ist es leider nicht. Ich würde ja fast sagen, der Nebel geht ein bisschen weg, oder? Ich will aber irren. Okay, hinter uns den Turm, den konnten wir eben noch nicht sehen, ne? Ja, ja.
Der war vom Nebel. Also es ist immer noch neblig, aber. Und der verschwindet jetzt auch gerade. Hier nicht? Nee, doch nicht. Hier kam so eine Art kleine Welle an Nebel. Hm. Ich würde mal glatt behaupten, wir können es wagen, oder? Weiß nicht. Keine, schon ein bisschen gucken. Wird keine ruhige, klare See. Ja, die Wellen sind ja mal nix, ne? Nö, die Wellen sind nicht unser Problem. Ich glaube, es klart langsam auf, ja. Aber langsam. Mhm. Ja, guck vorne, die Insel, die Berge siehst du jetzt schon. Ja, ja. Konntest du eben nicht sehen. Ist noch nicht ganz weg, aber es wird, nee. es wird. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so in der Ferne flackert so ein bisschen der Nebel runter. Aber auch Engine geschuldet. Dann machen wir mal langsam segeln und segeln mal da runter. Ja. Wir haben schon wieder Mitwind, obwohl wir gerade gedreht haben. Also langsam wird es unheimlich, oder? So, rechts von uns sehe ich was. Siehst du die? Nee, warte. Ab 3 Uhr. Weiter links? Ja. Da. Das kann sein, ja. Denken wir mal hin. Schauen wir uns das doch mal an. Gerade. Ein bisschen mehr Wind jetzt hier. Genau. Haben wir kein volles Segel mehr. Ja, wir sind auch schon da. Echt? Dann mach Anker. Ja. Müssen genau unter uns sein. Hier ist aber nichts. Ist hier gar nichts. Hä? Das war's auf jeden Fall schon mal nicht. Aber da sind doch die Böden. Oh, aber ist kein Schiff da. Ich kann's ja nicht ändern. Wo sind die Möwen? Ich sehe die gerade gar nicht. Wenn sie gerade gespawnt sind. Okay. Dann halt nicht. Mal wieder rum. Oh Mann. Aber du hast ja auch gesehen. Ja, ja. Das ist der Hanf war. Wer weiß, wie lange habt ihr denn gebraucht, bis ihr raus wart? 1,5 Stunden. Und was ist so die Zeit, die man brauchen sollte? Gibt es da so eine gewisse Keine Regel? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Du machst da auch, du hast da so 8 Stationen, die du finden musst. Du musst nicht durch, sondern du musst auch 8 Stationen. Okay. Genau vor uns sind nochmal Möwen, siehst du die? Die ticken rechts, so auf 12:30. Moment. Ja. 1 Uhr. Fahren wir da mal hin, ja. Lenk mal ein bisschen ein. Ja. Ich hab ja bewusst keine vollen Segel gegeben. Ich weiß, wir da dumm vorbeifahren. Ah, nee, das ist von diesem Außenposten da. Diesen kleinen da, oder? Ah, lass mal in die Richtung lenken, komm. Nee, es ist, glaube ich, keiner. Das ist ein Felsen. Jo, wir sind. Nee, hier sind nur Fässer. Fässer? 2 Fässer, ich springe mal, ja. Spring mal rein, aber nee, auch kein Schiff. Hier ist nur Essen drin. Segel ist oben? Ja. Okay. Ach, Kanonenkugel. Ein bisschen davor.
Ich lass mal die Bananen da und nimm das gute Essen dafür mit. Oh, was ist das? Was ist das? Eine Humpelkugel. Was ist das? Ja, dann humpelt man. Ach so, ja. Also, davon haben wir schon eine. Gebrochenes Bein. Ja, davon haben wir schon eine. Das ist gut. Ich sehe erneut Möwen. Diesmal ein paar mehr. Beurteile du das mal. Ich glaube schon. Kannst du jetzt nicht sagen. So, ich bin an Bord. Wo, da drüben, ja. Einmal hinfahren. Ja. Es könnte sogar so viel sein, dass das richtig ist. Okay, Segel. Oder mal Gegenwind, endlich. Ihr habt mich schon gewundert. Skandal hier. Dann, genau, und du machst ja halt 8 Stationen und da sind Erwachsenenfragen und Kinderfragen. Mhm. Ja. Die musst du alle beantworten. Gehst dann irgendwann mal zum Ausgang und dann kriegst du das Ergebnis. Wenn man den findet. Habt ihr alle wieder mit heimgenommen oder habt ihr Verluste zu beklagen? Ich habe 2 Kinder mehr jetzt. Ach so, also das ist also natürlich auch schön. Ja, da spart man sich diesen ganzen Stress, die Wehen, gerade aus Sicht der Frau. Wimmeln. Genau. Ja gut, da kommt an, wie alt die Kinder sind, aber wenn sie da schon rumlaufen können, dann ja. Ne? Also schön. Also sieht nach wenig. Ja, ich weiß. Aus. Die hauen noch gerade ab, oder? Die spawnen. Nee. Die hauen gerade ab. Mach mal Segel hoch. Nee, warte, halb. Ach doch, mach hoch. Ja, wir sind schon eigentlich da. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Da ist es. Ja? Ja. Hab schon nicht mehr mit gerechnet, ey. Also guck erstmal, wo du reinspringst, ob ein Schiff da ist. Ja. So, wir schließen. Soll ich einen Schlüssel mitbringen? Nee, erstmal nicht. Lass uns erstmal so gucken. Also hier ist ein Fass. Und zwar ein gutes Fass. Bring ich gleich mal an Bord. Beziehungsweise ich hole Luft und du kannst es an Bord bringen. Wenn wir halt nur zu zweit sind, weißt du, da wäre ich erstmal vorsichtig. Ja. Richtig. Kiste mit Kanonenkugeln. So, Fass habe ich erstmal oben schwimmen lassen, aber wir bringen jetzt erstmal alles an Bord. Da müssen wir mal gucken. Also bisher ist es recht ruhig, was PvP-Begeisterte angeht. Wir sind aber spätestens Stufe 5, wenn wir alles hier eingesammelt haben. Gott, sehe ich jetzt viele Möwen am Himmel, ey. Obstkiste, die können wir auch abgeben dann. Ich hab mal alle Kisten. Bringst du den Schlüssel mit? Aber haben wir schon alles unten aus dem Rumpf? Nee, warte. Nee. Hier ist nochmal ein Rumpf rein. Aufgeschlossen ist. So, willst du erstmal? Ja, ist ein Rumpf leer. Okay. So mit der Lagerkiste runter, ich weiß nicht. Machen wir das? Unzerstört. Vielleicht ganz unten wegen dem Essen, ne? Ja, aber auch wegen den Kugeln. Hinten. Okay, ich sehe das Logbuch. Soll ich's nehmen? Du bist auch runtergesprungen. Achso, hättest du auch die Lagerkiste mitnehmen können. Ja, ich wusste nicht, ob hier noch mehr ist, weißt du? Achso. Ja, nee, das Plan. Wusste ich natürlich auch nicht. Ja komm, dann würde ich sagen, du die Lagerkiste, sammel das gute Essen noch ein. Ja. Und ich hole den Schlüssel und gucke aber erst nochmal oben, dass wirklich kein anderer kommt. Ja.
Hör auf zu meckern. Es war halt tief, ne? Achso, noch ein gutes Banenchen vielleicht. Nee. Escape. Guckst du nochmal nach Schiffen? Ja, bin gerade dabei. Habe ich jetzt nicht gemacht. Also wir sind relativ weit oben im Eck. Von der Karte. Das ist sehr gut. Das ist schon mal ein Vorteil hier. Weil wenn du sonst so weit unten bist oder wenn du in der Mitte bist, es gibt so ein paar Ecken, da bist du halt eher auf dem Präsentierteller. Da oben ist es meist etwas ruhiger, aber trotzdem darf man sich bei Sea of Thieves nicht drauf verlassen. Natürlich gleich noch eins dieser geilen Fässer. So, unten ist alles leer. Eine kleine Sekunde zu lang gebraucht. Wieder bei Ninja essen. Genau da, wo wir nicht hocken können. Ich drehe ein bisschen rein. So. Reicht schon. Ja. Boah, wartest du, soll ich dich hocken oder was? Ja. Muss mich nämlich voll futtern. So, hast du schon auf? Ja, ich habe schon Sachen. Die Bude. Also, das Feature, das war ja schon sehr, sehr lange geplant, dass man das Schiff benennen kann. Ja, also, weil der Platz ja schon von Anfang an dafür da war. Gerade bei der Galion hast du immer das Schild gehabt, ohne Namen halt drin. Ja. Also, dass das schon längst hätte kommen sollen, ist nichts Neues. Nur, sie haben halt ewig für die Umsetzung gebraucht. Wir haben sie geschrieben, 4 Jahre nach Release oder so, oder 4,5. Also war auf jeden Fall eine sehr lange Zeit, wo sie geschrieben haben. Haben wir es endlich geschafft, ja? Dass man dem Schiff einen Namen geben kann. Aber drehen wir uns noch? Eigentlich nicht. Doch. Der war nicht ganz mittig. Bescheid, wenn du das Fass hochschickst, ne? Ja, ja. Hab ich keine Ahnung, ob das hochgeht. Noch sind alle Sprengfässer unten. Wie viele sind's denn? 2 habe ich gesehen. Das ganz große. Ah, okay. Und ein rotes habe ich gesehen. Sagen wir wieder, wir hatten ja zu Anfang nichts, ja? Oh, nee, zwei gute rote. Wir hatten keine Harpunen, nichts. Du musstest alles hochtragen bei Hand. Noch viel unten. Bring nämlich auch noch mal rein. Ich krieg das jetzt. Jetzt kommen Fässer. Explosionsfässer. Ja, komm. Dann geh du jetzt hochgucken. Und ich hol die Explosionsfässer. Und ich hol die Fässer noch, genau. Ich hab die auch ein bisschen seitwärts rausgelassen. Ich hoffe, das klappt.
Ich glaube nicht wirklich. Ich hab's versucht, aber die landen auch im gleichen Pulk. Nee, ich huck die nicht, ja. Wenn uns einer dumm kommt, wir haben gute Fässer dabei. Ah, du schwimmst schon, okay. Dann hook ich das andere. Den kannst du hooken jetzt. Sag mal, selbst wenn wir jetzt versenkt werden würden, wäre es so scheiße für unsere ganze Ware, aber für die Season haben wir ja auch Dinge freigeschaltet. Hat er jetzt abgebrochen, die Banane? Ja, ist der Außenposten weit? Es geht, aber... Dann lassen wir den Scheiß da oben liegen. Ja, ich würde gerne noch woanders vorbeifahren, weil wir müssen noch für eine andere Quest was einsammeln. Weißt du? Bei einem. So, okay. Und dann will ich nicht, dass wir in der Nacht... Wer ist denn hier Bananen? Ich? Oder wer ist denn hier? Ja, ich hatte noch HP verloren. So ist... und ja, jetzt ist es raus. Ich bin eigentlich der Synchronsprecher von Sea of Thieves, wenn die Piraten keine Luft mehr kriegen. Ich war monatelang im Studio, jeden Abend... Ich glaube, dann haben die beim Praktikanten gemacht. Die haben die Banane auch in den Mund gesteckt. Die haben, die haben einfach eingewirkt, so. Nein, aber bei Blizzard war es wohl, dass das Geräusch von dem Murloc, das ist wirklich einer, der sich beim Zähneputzen am Gurgeln war, da kam das raus. Da haben sie gesagt, super, das nehmen wir auf. Und da kam dieses Murloc. So, also, was? Achso, warte mal. Von Shipwreck Bay? Was ist denn hier gerade näher? Shipwreck Bay nicht. Hier. Nee. Warte mal. Free Paces East ist aber auch nicht wirklich so nah. Aber der Galleon Graves Outpost. Ja, okay. Fahren wir erst zu Galleon Graves. Komm. Das ist jetzt Press nach Süden. Trotzdem, es wird gleich wieder Nacht, dann hätten wir gefunkelt. Ne? Ohne Ende. Und dann können wir uns auch gleich ein buntes Segel. Guck mal, da ist vielleicht noch ein Wrack. Siehst du das? In den Felsen da. Geradeaus jetzt. Nee, ich sehe es nicht. Gerade despawned, oder? Ohne Scheiß. Hinter dem. Nee, hinter dem. Ja, ist wirklich gerade despawned. Da, rechts der. Ah, genau, du hast so weit eingelenkt. Das da? Ja, okay, fahr doch mal rüber. Nein. Aber können auch nur Fässer sein. Ach da, oh, ich sehe die Möwen gar nicht. Nee, ist ein Wrack. Kann nicht sein, sind zu wenige. Hier sind aber zu wenig Dings. Ja, ist das ein Wrack? Nö, hier ist nichts. Dann ist hier überhaupt nichts. Ist richtig. Ach. Ja, mein Gott, wir haben geguckt. Guck mal, was willst du machen? Ja.
Nein, ich dachte, du willst... Ja, ich dachte, wir segeln dann vorbei. Alles easy. Jetzt nach Süden. Ja, wollte ich ja. Ich wollte aber erst... erst umlenken. Du warst ja noch am Hochklettern. Ja, ich dachte, du bist noch nicht da. Deswegen wollte ich dann vorbei segeln. Ja, alles gut. Den Felsen möchte man nicht mitnehmen. Ja, ich guck gerade, wir kommen. Der ist unten auch noch mal ein bisschen am rausragen, ne? Ah ja, fahr ruhig ein bisschen rum. Wir wollen es nicht riskieren. Wir möchten nicht untergehen aufgrund unserer eigenen Dummheit. Nee, lass mal. Da ist eine Schaluppe. Aber die fährt gerade weg. Ja, da links ist der Außenposten, ja. Da ist ein Beiboot ohne Kanone. Ja, aber das ist noch was glänzt, aber... Egal. Wir sind jetzt zu teuer beladen. Schade. Dass wir das riskieren wollen. Segel ausrichten! Jo. Ja, du, ich glaube, wir brauchen es bei den anderen hinten gar nicht abgeben. Aber wir haben alles nur für den Händler. Der Händler ist direkt am Strand. Direkt am Steg. Und bis wir alles hoch und dann rübergehuckt und dann wieder runter, weißt du? Das ist, glaube ich, länger. Ja. Machen wir es auf die Altmodische. Genau, als wenn wir einfach runtergehen, der schnappt sich an, gibt es direkt ab. Müssten wir jetzt zu allen drei Fraktionen hin und müssten euer. Das ist was anderes. Eines ist was anderes, ja, aber so, glaube ich, bietet er uns diesmal leider keinen Vorteil. Oder die Schädeldame. Andererseits, die ist halt jetzt auf der Rückseite, das Ding, ne? Müssen wir nicht außen rum segeln. Nee, wir segeln trotzdem. Können wir auch zu ihm hinlaufen. Oh, das dauert aber länger. Wir müssen ja nicht hucken. Ach so. Stimmt. Wir können auch zu dem hinlaufen. Stimmt eigentlich. Wir müssen nicht immer hucken. Stimmt, wenn wir da gut anlegen können. Ja, warum nicht? Ja. Machen wir mal so. So. Gehen wir doch bei... Hat er nur mal Glück gehabt? Gehen wir doch bei ihm ab. So. Segel hoch. Ja, ich bin dran, aber das will nicht. Wir haben guten Wind. Versuch mal hier so ein bisschen seitwärts rein. Und Handbremse. Drift! Genau, Sea of Thieves. Karibik Drift. Drift Shop. Kannst auch deine Grand Dead Clothes anziehen. Anker. Warum? Ist nur super. Komm doch romantisch rein. Ja doch, Anker. Guck mal, wir bewegen uns zu weit fort. Wo stehen bleiben wir jetzt hier? Gut. Ja, der bewegt sich und bewegt sich. Hört dir gerne mal an. Ob wir hier auch das Handelsbuch abgeben können, gute Frage. Das Logbuch. Nein. Sind das viele Kisten? Wow, was? Moment. Was gibt denn hier so viel Kohle? Keine Ahnung. 3000, 4000? Was war das denn? Hast du besonders also die Fässer abgegeben? Nein. Müssen wir aber noch machen. Wieder fast los. Immer noch der Fehler. Ja.
Das ist halt peinlich, weil da fehlt halt für. Aber das muss eigentlich für alle. Nur ein Satzzeichen, irgendwas, ne? Da fehlt eine Klammer, da fehlt ein Slash, irgendwas fehlt da. Aber das muss für alle eigentlich sein. Das muss für alle eigentlich fehlerhaft sein. Oh, ich höre Kanonenschüsse. Richtig. Sehe aber keinen. Sind die auf der anderen Seite von der Insel? Von unserer? Weiß ich nicht. Kann sein. Wollen wir jetzt auf jeden Fall mal eins der Fässer. Weil aktuell sind die ja schon, also, wenn die dagegen schießen, dann ja. Badaboom. Deswegen. Wenn wir am Wegsegeln sind und wollen dieses. Oh, die schießen Feuerwerk, die hören wohl auf. Die sind nicht auf der anderen Seite. Ja, aber irgendwo schießt einer Feuerwerk. Ja. Okay. Der Witz ist halt, klar, wir leveln auch uns mit den Freischaltungen, aber wir leveln halt auch das Schiff. Das ist halt. Ich probiere das mal mit dem Logbuch, ne? Ja, mach. Aber das Doofe ist halt, wenn das Schiff jetzt einen gewissen Level erreicht, dann reicht das ja dieses Schiff und nicht das andere, weißt du? Naja. Weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll. Ist oben noch was? Kein Fass mehr. Noch ein? Kein. Also nein. Okay. So, wir haben hier eine Obstkiste. Da holen wir mal die Scheiße raus, was gut ist. Das sortiere ich gerade manuell um gegen Bananen. Gute Sachen raus hier. Gib's ab. Bei der Holzkiste? Nee, was ist das alles hier? Du musst mal gucken. Ob wir da vielleicht noch was. Also Kugeln weiß ich nicht, ob wir das jetzt schon machen wollen. Ach so, ah. Also wir Kugeln haben wir, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, dass wir so eine haben. Hier ist eine Kiste mit Holz. Da haben wir. Wie viel ist da drin? Auch schon was drin. Nee, 0. 36. Ach da. Weil die mit 36 kann man machen. Normale Kugeln. Und hier sind auch. Komm hier, 38 macht die auch voll. Wir haben auch Kugeln. Scheiße! Schiff! Nein! Okay. Haben vorbeigeschossen. Und Reaper. Ja. Hä? Die wollen nicht kämpfen. Doch, die drehen gerade. Doch, jetzt. Die kämpfen, hier ist einer! Wir kommen hier nicht raus, ne? Ist der Anker unten? Ja, der Anker ist unten. Ja. Der kommt wieder hoch. Ja, er hat ein Fass dabei gehabt. Wir haben alles abgegeben. Ja, wir haben nicht viel verloren. Wir können so weiter segeln, aber... Wir haben die total übersehen. Ah, guck mal, einen haben wir. Einen haben wir. Ja, hat sich selbst in die Luft gesprengt, aber wir kriegen das jetzt nicht repariert. Mm-mm. Wir kriegen das da auch nicht rausgeschippert. Na, von daher. Wichtigsten Sachen sind abgegeben. Flagge haben wir verloren, ja. Ist egal. Können wir auch was anderes machen, wir brauchen jetzt nicht zwingend Handel machen. Warte, hier.
untersuchen, bitte hilf mir, wie geht's gut? Nee. Ich würde aber gerne das Schiff. Ach, da unten ist einer drin. Hä? Ja, ich würde gerne unser Schiff hier zurücksetzen. Warum darf ich das nicht? Weißt du, das geht hier doch. Ach, das ist jetzt in der Optionsmenü gelandet, oder was? Hä? Hä? Wo ist das denn? Warte mal. Bitte hilf mir. Dann rufe den Fährmann zur Hilfe. Wähle Menü, meine Crew, die Option Schiff versenken. Scheiße, die machen unsere Lagerkisten, der die Penner. Ja, ich will doch das Schiff versenken. Aber es geht nicht. Die Option ist nicht da. Die stehen mit den Lagerkisten und machen die unsere. Ich kann da unten Schiff versenken. Abstimmen. Komm. Wo? Meine Crew und dann ganz unten. Ganz unten. Begleiterschiff versenken. Ja. Da. Gut. Er ist weg? Weiß ich nicht. Mehr Neues kriegen irgendwo. Nee, ich höre es immer noch brennen. Nee, hier brennt's noch, ja. Oh, ist doch dumm, ey. Will doch da gar nicht rauskommen. Da campen die da rum. Besonders gut sind die übrigens nicht, ne? Ich habe keine Schrotflinte. Ach so. Ich muss jedes Mal mit der. Ja, ich hab sie noch zwei, drei Mal gekillt. Also, die sind echt schlechte PvPler. Die haben uns halt nur dumm erwischt. Aber das Schiff ist ja, doch. Ja, wir standen da. Über das Schiff ist das doch Schiff jetzt versenkt. Irgendwie nicht unter. Kommen wir jetzt schon wieder da raus, oder was? Also bist du jetzt wieder beim Schiff gespawnt? Ich höre nichts. Jetzt sagt er Salam Aleikum. Oh nein. Ich hoffe, wir kommen jetzt woanders raus, ey. Auf jeden Fall, ich komme da raus. Es lädt länger. Ich komme da raus und habe eben schon zwei Stück versenkt. Hä? Jetzt bin ich ja an einem Außenposten gestartet. Ah, da ist unser Schiff. Na dann. Alles gut. Holen wir uns eine Lagerkiste. Ja, jetzt bin ich auch da. Kann auch eine holen, mir ist egal. Ah, die Botschafterflagge. Naja. Weiß doch drauf. Aber die waren halt richtig schlecht, ne? Ich komme da ja, raus schon. Und zack, zack, zack. Und ich bin ja auch kein guter PvPler. Also es war... Bombe waren die jetzt nicht. Nee. Ich hab schon so ein bisschen Schiss, wenn ich Lagerkiste jetzt kaufe. Ich will dir das Geld nicht abknöpfen, aber... Hier, komm, lass mich holen. Ach, hier die 17,5. Am Schluss geht's wieder nach hinten los. Ja, und... Besser zahle ich die 17,5 als... Die waren zu viert, ne? Also das war eigentlich ein Viererschiff. Es waren einige. War ein großes Schiff. Die haben ja auch ein Dreimaster gehabt. Am Schiff. Ich muss noch gucken, wo ich bin. So, nein. Da haben wir alles rein. Ach, unser Schiff hat jetzt trotzdem die Löcher, ist nur geflickt. Ich kann hier einen Hühnerstall einsammeln. Nein, 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 nein. Das ist für die andere Quest. Ich kann hier leider nichts abbrechen. Das ist das Ding. Ich meine, du kannst die alle nehmen und wir lassen sie da stehen, aber... Ich kann diese Hunter-Quest da... Wobei, Deckertuf bis 7 Uhr am 22. Irgendwann bricht die eh ab. Aber wir machen jetzt eh keinen Handel mehr. Wir haben jetzt schon mal Handel gemacht heute. Wir machen noch ein bisschen Gold, hätte ich gesagt. Oh, ich krieg die Goldkiste nicht, die Lagerkiste nicht. Ich muss erst
Und dann nimm die Scheiße und dann, ja. Wir schmeißen den Müll ins Wasser. Nein. Ja. Achso, ich kann sie, also doch, kannst du. Schweinestall. Schweinestall. Mir ins Wasser gefallen. Langenkorb. Schlangenkorb. Schlangenkorb. Noch ein. Ich hab's. So. Okay. Tiger mal los. Hä? Vor allem das Schiff ist von außen repariert. Von außen sieht's heil aus, aber von innen haben wir die ganzen Löcher. Wie, von innen haben wir die? Ja, früher von innen? Guck doch mal. Jetzt? Warum sind die repariert überhaupt? Weiß ich nicht. Wer hat die ganzen Löcher repariert? Ich zahle mal das Reparieren hier. 8000, ja komm, scheiß drauf. Das Schiff wieder hergestellt. Müsste innen drin auch alles wieder sauber sein. Ja, sehr gut. So, wo sind wir rausgekommen? Das sind doch Schnitter gewesen. Angriff! Nein, Spaß. Was? Moment. Nein, schon wieder welche? Nee. Lass mich doch mal hier was sammeln. Nee, ich meine die Wegreifen. Die jetzt an, da weiß ich was. Aber die waren schlecht. Die waren so richtig schlecht. Oder die sind einfach lächerlich. Da oben steht ja Stufe 5. Und haben die uns nicht gesehen, die Gurken? Na, die hellsten waren es auf jeden Fall nicht. Die stehen immer noch da. Ich hätte irgendwie Bock, noch eine Kammer zu machen. Aber da kriegen wir halt nicht alles raus. Das ärgert mich dann, weißt du? Schaffen wir nicht. Hm. Ach so, was ist das? Eine geschätzte Bestellung für die Foxy Seed. Ach so, das läuft alles noch. Aber dann müssen wir wieder da hochsegeln, wo die jetzt sind. Da habe ich auch nicht so Bock. Hm. Ach so, da ganz. Nee, das waren die gar nicht. Doch, da oben, ja, müssen wir wieder da holen, wo die waren. Nee. Das halte ich für keine gute Idee. Gut, dann brechen wir das jetzt ab hier. Abbruch der Fahrt, stimmen. So, dann gucken wir mal, was die mir noch einzelnes verkauft hier, die Dame. Ne, die da. Haben wir noch irgendwo was zu essen wahrscheinlich. Ich habe noch was einstecken sehen. So, ich habe gerade 6 Nachrichten in Folge bekommen. Die sind wohl wichtig. Ach du Scheiße. Tja. Ah, oh, wir haben 100 Kugeln. So schnell, ja. 51 Bretter.
Ja, eine Bekannte hat mir gerade geschrieben, die ist von Wacken zurückgekommen. Und kam mal ins Fenster. Also Wacken ist halt sau weit und ich habe noch nie ein Festival besucht. Das heißt, für mich Wacken zu besuchen wäre eigentlich schon der absolute Overkill. Und da waren auch sehr viele Bands jetzt dieses Jahr dabei. Es haben ein paar abgesagt kurzfristig, wo sie keinen Ersatz mehr gekriegt haben. Aber noch sehr viele Bands dabei, die ich mir so nicht anhören wollen würde. Also als Beispiel, ich mag Slipknot, aber nur wirklich 4 oder 5 Lieder. Der Rest ist mir zu viel Geschruppe, Geschreie und nicht melodisch. Die haben aber auch ein paar echt gute, die mir gefallen. So ist es nicht. Aber ja, so, also und Slipknot ist zum Beispiel einer der Headliner gewesen. Und klar hätte ich mir die angucken, wenn ich da gewesen wäre, aber... Jo. Die hat mir jetzt geschrieben, die haben früher aufhören müssen, weil die Sanitäter nicht hinterherkamen. Es waren zu viele Leute mit gebrochenen Nasen und gebrochenen Rippen im Zelt. Ich meine, das ist einfach halt eine harte Band, ja. Aber, boah, naja, muss man mögen. Wie gesagt, ich mag wirklich 4 oder 5 Lieder sehr, sehr gerne. Das ist es nicht. Aber ich glaube, ich könnte mir, ich weiß nicht, also die wären für mich kein Grund, da zwingend hinzufahren. Naja, und jetzt hat sie mir gerade geschrieben, dass Wacken schon ausverkauft ist für nächstes Jahr. Also die Karten konnten wohl heute ab 8 Uhr kaufen. Und jetzt schon wieder ausverkauft. Aber das ist bei Wacken ganz normal. Also das ist, die Leute gehen dahin wegen dem Festival. Es ist scheißegal, wer da spielt. Ah, ist halt krass. Ja. Deswegen die Option, dass ich gesagt hätte, oh, will ich hin oder nicht, die besteht schon gar nicht mehr. Das hätte ich mir überlegen sollen. Und ich bin auch keiner, der die Karte kauft und dann teuer weiterverkauft. Da sind bestimmt auch ganz viele Karten. Wenn es nicht personalisiert ist, die dann über den Schwarzmarkt dann wieder weiterverkauft werden. Und ich finde sowas selbst asozial. Ja, was machen wir? Wir haben noch circa eine Stunde. Ich weiß nicht. Stimmt, ich wollte eigentlich gucken, ob wir hier noch was Gutes kriegen, genau. Bei ihr. Und dann habe ich diese sechs Nachrichten reingekriegt. Ich habe ihr dann freundlich geschrieben. Ja, nachdem ich alles gelesen habe, antworte ich kurz. Das ist der Händler. Antworte ich kurz und knackig. Gut. Die schickt mir da die Wall of Text. Ist auch nicht der Goldsammler. Ja, aber das reicht. Aber der verkauft die Captain's Voyages hier. Also, das ist eine Schatzsuche für Schiffe mit Captain hier. Dann haben wir eine Bestellung der Goldsammler, was auch immer das ist. Dann haben wir hier eine geschätzte Schatztruhe, das ist besser. Ein geschätztes Rätsel, eine geschätzte Goldsammlung. Goldsammlung könnte, glaube ich, wieder das Ding sein. Okay, dann würde ich sagen, wir machen eine geschätzte Schatzsuche. Was kaufe ich jetzt? So. Aber wir müssen zum Zelt abstimmen für die Flagge, ja. Ja, man muss auch zum Zelt. So. Hast du abgestimmt? So, dann. Nein, wir haben doch abgestimmt. Nee, du hast nicht für Abbrechen gestimmt. Wie für Abbrechen? Ja, du hast jetzt die Flagge abgestimmt. Beim Goldsammler kann ich nichts machen. Doch. Am Tisch. Da ist es doch. Ja. So, und jetzt musst du hier am Missionstisch erstmal für Abbrechen stimmen, weil wir haben immer noch eine Laufen mit Handel. Ach so, okay. Ja. Ich hab grad für. Muss auch mal springen. Einfach nur gelaufen. Ich hab. Mission Vorschlag? Nein, Moment. Ah, hier. Abbruch. Halten. So. Genau. Jetzt müssten die auch weg sein. Perfekt. Jetzt kann ich Mission vorschlagen. Und jetzt haben wir hier für Goldsammler einmal geschätzte Schatzsuche. Und das machen wir jetzt, egal was es ist. Was? Okay, wie viel kann ich kaufen? Moment. Da muss ich noch ein paar kaufen wollen, weil es ja nur einmal ausbuddeln. Zwei Stück. Ja, ich habe. Zwei Stück kann ich noch kaufen. Für 3.500 habe ich Kanonenkugeln geholt. Ja, es sind aber nur 30 Stück. Ja, wo sind die? Automatisch im Ding.
Vielleicht müssten wir vielleicht in einem anderen mal schauen. Im oberen waren die jetzt nicht drin. Die müssten dann dazu gezählt worden sein. Ach, im unteren, ja. Okay. Ich kann leider nicht mehr kaufen, weil wir sonst voll sind. Das ist das Ding. Das wusste ich nicht, dass die. Ich habe so viel von den anderen eingekauft. Die müssen wir dann erst wegspielen, weil jetzt müsste, glaube ich, wieder voll sein, ja. Hätte ich noch mehr von denen gekauft. Okay. Wir müssen zu dieser Insel hier. NPC 3 Master auf 2. Uhr. Ich weiß, wie die Insel aussieht, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Suche ich diese Insel wieder 100.000 Tage. Sieht aus wie ein Herz. Herz an Herz. Ja, aber... Die kann auch... Stopp, hier rechts. Runter. Tiefer, tiefer, tiefer. Stopp. Nee, ist okay. Da. Da, ja. Und direkt vor uns. Yes. Ja, aber dass ich sie übersehen habe, das ärgert mich. Oh Mann. Ach, der Dreimaster da. Wie viele Kugeln haben wir denn? 130. Ja. Und eine Schaluppe, glaube ich. Könnt ihr mal versuchen, oder? Aber vielleicht die Zwinge der Nacht. Ach, du meinst, da kämpft schon jemand gegen den? Ja, ich glaube. Warte. Nö. Nö, 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 nö. Aber der segelt gerade um das Vor da drumherum. Wir fahren jetzt mal zu der Insel. Ja, schade. Also, so werden wir nie wieder einparken. Wir hatten gar keine Chance wegzukommen. Nee, hatten wir auch nicht. Das war, aber wir hatten ja alles abgegeben, also. Und daher, genau, wir wollten ja eigentlich. Wir wollten ja immer überlegt, was wir machen. Nichts mehr zu. Genau. Wir hatten nichts mehr zu verlieren. Aber jetzt hat dein Anker uns so ein bisschen reingerissen. Ich wollte noch rausdrehen, aber wir wären eh nicht weggekommen. Ich denke also, warum drehen wir uns nicht? Stimmt, ja. Nicht hier rechts neben uns die? Doch. Doch. Oh, bin ich da am Steuer? Ja, du bist am Steuer. Ich wollte ja gerade nochmal schreiben, dass ich sie nicht abwürgen wollte, weil das klang ja doch ein bisschen unhöflich. So, ich weiß nicht, sie schickt mir voll die Wall of Text. Und ich schaue einfach nur gut. reden wir dann andermal so. Da würde ich mir, glaube ich, auch denken, Arsch. Ja. Vorbeigeschossen. Ja, vor allem, der bewegt sich so schnell, dieser Geist, und ist super nervig. So eine neue Variante eingeführt, die mir gar nicht gefällt. Von wo sind wir denn gekommen? Du bist an der unten. Du bist jetzt im Süden, genau. Das ist die Herzspitze unten, wo du jetzt stehst.
drei Stück. Soll ich mitkommen? Das ist nix. Einmal. Also ich mitkommen, klar, ist noch nichts gerade, oder? Ja, ist schön, dass wir neue Rangstufen erreichen, aber das ist auch kacke, wenn das nicht gescheit angezeigt wird. Die Profis hauen die Skelette um, während sie noch im Boden sind. Ja, ich habe ein Video aufgenommen vorhin für YouTube. Ich mache mir es dann mittlerweile sehr, sehr einfach. Ich nehme die einfach on the fly auf. Ich rede einfach drauf los. Wenn dieser Livestream auf YouTube freigeschaltet würde vom Zweitkanal, ist das Video auf meinem Hauptkanal schon längst released. Ich habe lange überlegt, was ich machen kann, um so ein bisschen auf meinem Hauptkanal wieder was zu machen. Und hab dann überlegt, ich mache die Kategorie einen Tee mit Fitz. So heißt das auch. Wo ich dann quasi zähle über ein Thema und in der Zeit den Tee trinke. Und wenn ich mit dem Thema durch bin, ist auch meistens der Tee leer. Und okay. Und so hatte ich die Idee, das so zu nennen. Thema ist die Gamescom. Deswegen musste das Video jetzt zeitnah fertig werden, zeitnah gedreht werden. Ich wollte es machen, wenn es kühl ist. Heute war es halbwegs kühl. Also für meine Dachgeschoss-Wohnungsverhältnisse war es kühl. Sagen wir mal so. Ich bin nicht komplett gestorben. Ich hab halt ordentlich geschwitzt über den Tag, aber in den Abendstunden. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Heute nervt der Nachbar wieder extrem mit Rauchen. Er hat halt wieder nur ein Hobby, rauchen, rauchen, rauchen. Macht gerade Fenster auf, dann stellt er sich auf den Balkon. Der hört es ja, wenn ich es aufmache. Ich habe echt das Gefühl, geht er bewusst beabsichtigt hin. Es nervt. Naja, du kannst gerne mal mit der Lagerkiste rum, wenn du willst. Hier sind ein paar Fässer auf der Insel. Können wir machen. Ja, und ich kann den Kram hucken in der Zeit. Ja, das Video, ich wollte gerne unter 10 Minuten bleiben. Das war sehr sportlich gedacht. Ich glaube, ich bin sogar knapp 20. Und es ist halt einfach nur Gerede, aber ich habe auch Szenen drin, wo ich dann also live auf eine Taste drücke und dann geht ein Browser auf. Also hole ich gerade den Browser im Vordergrund und dann können wir noch über das erzählen, was ich gerade im Browser sehe. Wo haben wir das auch? Nee, das lag da rum, oder? Das ist neu, wo müssen wir das abgeben? Die Rumkiste. Shipwreck oder? Bay. Pff, da fahren wir, glaube ich, nicht hin. Wo waren die anderen? Die stand da einfach. Naja, ist okay, aber da sind die Schnitte. Ich habe einfach mitgenommen. Da sind die Schnitte unterwegs, so, weil die fahren gerade zum Vor. Ich hab Boxe zu. Die machen gerade das Vor. Oh, ich hätte die Boxe stressen. Und rechnen die bestimmt nicht. Die machen gerade das Vor im Feuergebiet. Egal. Ich schlag was Neues vor. Neue Mission. Die Fahrten des Captains. Wo ist die eine? Da. Das müsste das sein, ne? Ich schätze Schatzsuche. Ja. So, kannst du dann auch gleich annehmen, wenn du da bist. Und dann ja, ich hab hier noch ja und so habe ich jetzt halt die Idee, nicht jede Woche eine Folge, aber immer wenn ich mal so Bock habe, ein Thema habe, mir was von der Seele zu reden, kann ich das. Mhm. Ja, habe ich zumindest ein Format auf meinem Hauptkanal. Ja. Ist doch gut. Willst du mich holen? Ja. Ach so. Hm. Ist egal, ich bin schon vorbei. Ja, ja, sorry. Bin ich renne hier mit der Schaufel rum. Du kannst aber erstmal unten annehmen, dann wissen wir, wo wir hinfahren müssen. Achso, ja. Hier am Tisch. Kann ich schon mal. Ah, okay, der Spiegel. Nicht.
Dafür spiele ich es halt auch zu selten, dass ich genau weiß, was wo liegt. Ja, eigentlich müssen wir jetzt auch einmal hier das Seitending aufmachen. Da. Wir sind einmal untergegangen. muss man so ehrlich sein? Ah, da ist es. Paradise Spring. Mir keine Kratzer in den Lack. Segel? Ja, mach. Mal gucken. Nicht ganz. Nee, wir müssen nach Südwesten. Nicht nach Osten. So, Paradise Spring, oder was? Genau. So, jetzt gerade. Also ja, noch ein Ticken Steuerbord. Ja, gleich. Baut ein Loch. Ist gerade eine Welle reingeschwappt. Das ist weg. Okay, ja, wir haben leider aktuell nur eins. Das ist ein bisschen komisch beschrieben. Jetzt kann man gucken, hier sind diese Voyages. Also, ich habe eine geschätzte Schatzsuche. Und dann habe ich eine geschätzte Goldsammlerbestellung. Das sind mehrere Sachen. Und Rätsel habe ich auch. Ein geschätztes Rätsel. Oh Gott, fünfmal gekauft. Das ist auch dämlich gewesen. Egal. Eine geschätzte Handelsbestellung. Das heißt... Es müsste auch noch irgendwie geben, geschätzte... Ja, was haben wir hier? Mal 5 müsste es eigentlich auch geben. Ich kann die auch verwerfen, aber 5-fach verwerfen ist auch... Aber dass man nur 50 dabei haben kann... Nur. Ja, dafür, dass es so viele gibt, finde ich es schon wenig. Dann müssten wir auch noch zufahren. Ja, genau. Wie viel haben wir hier? Oh, wieder 4. 4 sogar. Okay. So, ich guck mal kurz, wie es mit der Season aussieht hier. Moment. Was haben wir da jetzt schon geschafft? Och ja. Schon fast Stufe 30. Sieh an. Das Schiff ist schon bekloppt, was er da freischaltet bei der Season. Ja, gibt's das zweimal? Ah, es gibt ein kleines und es gibt ein großes, oder was? Was denn? Ja, so eine. Die Sniper? Oder was? Galionsfigur gibt eine kleine und eine große Palme. Achso. Als Galionsfigur eine Palme. Und dann am Schluss gibt es noch so einen kompletten Skin. Da siehst du aus wie die unheilvolle Blüte. Also wie so ein Waldbusch-Monster. Kannst nicht sagen, Krieger. Aber was natürlich geil ist, ist das Schwert. Mavericks Entermesser. Das ist natürlich geil. Gerade für die Story und so. Das Segel und der Hut und so. Ja, kannst halt einen auf Robinson Crusoe machen, ne? Warum nicht? So, das Schöne an der Insel ist, du weißt genau, wo du bist, weil die Form so prägnant ist.
Da ist ein Kanonenboot. Das holen wir uns. Ich paddel schon. Also ich tue mich mal hin. Ja, und ich hole das Boot. Ja, meine ich doch. Kanonenboot. Achso, das willst du. Ich dachte, du hast hier. Ich kann auch buddeln. Das ist mir egal. Dann mache ich die Schätze. Ich mache die hier oben. Die Schätze. Na gut, die zwei dann. Oben im ich glaube auch gerade, dann hole ich schon mal das Ruderboot. Ich glaube auch gerade eine Statue gehört zu haben. Muss gleich nochmal gucken. Achso. Wo hat er denn Adder? Okay, Lagerkiste habe ich schon mal gefüllt und ich stelle sie hier unten in die Mitte. Machen sie dann gleich leer. Ich wollte es nur nicht vergessen, weißt du? Deswegen habe ich es jetzt schnell leer gemacht. Hingelegt? Nee. Eins, ja. Ah, okay, ich dachte. Auf die Felsen. Da kommt das zweite. Jetzt bin ich auch auf der Insel. Ich hüpfe mal runter. Ist aber auch gerade entspannt, noch so ein bisschen auszubuddeln gegen Ende. Ist nicht so. Entspannt? Ja, ist nicht so hektisch. Ja. Das stimmt. Das sind auch meist kleinere Inseln. Also so den Stress. Und da kriegen wir unsere Flagge auch noch auf 5 und dann geben wir am Schluss einen Haufen Truhen ab. Fertig. Uff, Munitionskiste auch gefüllt. Willst du schon mal an Bord gehen? Warte. Gleich. Okay. Ah, da. Nicht tief genug. Die Fässer sind hier leer. Ah, hast du schon alle leer gemacht auf der Insel oder was? Ja. Okay, cool. Ne, da oben nur, da wo wir jetzt gerade waren. Guck mal hier rein. Banänchen und? Kugel und Banänchen. Ja, die unteren sind dann auch leer. Brauchen wir nicht nochmal hierher extra. Viel war da jetzt nicht. Ah, da ist noch eins am Strand, Moment. Steht aber so herrenlos, dass ich auch decken könnte, es wäre ein Spieler. Zauberkugeln. Hier sind noch zwei normale Kugeln, aber auf die können wir scheißen. Okay. Ja komm, das schmeißen wir über Bord. Das geben wir eh nicht ab. Können wir das nicht einfach so auch irgendwo abgeben? Nee, das muss genau da abgegeben werden, wo es wo drauf steht. Und da oben in das Eck fahren wir heute nicht mehr. Dann über Bord. So. Ja. So, da stellst du die Munitionskiste hin. Ja, okay. Zauberkugeln. Wir haben einmal eine Giftkugel. Eine Tanzkugel. Mal noch essen. So, ich schlage. Ne, ich kann glaube ich nichts mehr vorschlagen. Wir haben glaube ich nichts mehr. Also nicht das, was wir jetzt noch machen wollen. Das Ding, ne?
Doch, eins einmal. Der ist Captain's. Da, okay, hab vorgeschlagen. Oh. Danke. Angenommen. So. Ich weiß, wo die Insel ist, zumindest. Das ist davor. Eine Ankerkugel. Das ist zumindest gut. Ich weiß, wo sie ist. Wir fahren trotzdem kurz beim Plunder Outpost vorbei. Da holen wir noch zwei. Von den Quests. Es liegt, sagen wir mal, halbwegs auf dem Weg. So. Ankerkugel ist immer gut. Kann man nie genug von haben. Ja. Und da ist der Plunder Outpost. Oh, ist da ein Wrack? Oder einfach nur... Nee, aber... Deckel hoch. Wo? Da sind Möwen. Achso, ah, da vor uns ein Stück. Ja, ich mach ein bisschen Segel runter. Sehe schon die Fässer. Ja, mach hoch, sonst segeln wir vorbei. Achso, ich hole Lagerkiste. Bin da. Muss Anker runterlassen. Zwei gehen mal vorbei. Ist leer? Ja. Leer. Leer. Hey Mojito, schön, dass du aus dem Lack nicht mehr bist. Leer. Alles gut bei dir. Mojito. Er will Higgins überholen. warte. Was? War viel drin. Hat ein bisschen gedauert. Moment. Er ist weg. Steht's? Er ist weg. War fast fertig. Na, ist schon rübergezogen. Ist ja auch vielleicht fertig geworden. Kann ich ja nicht sagen. Fällt zu schnell runter. Dann. Macht nix. Aber er hat ja dann schon teilgenommen, oder hat er gar nichts genommen? Ne? Ja, ja. Nee, denn der hat ja. Größtenteils hat er genommen. Na gut. Sortieren. Ah, es hat hauptsächlich wichtig für Bretter, Kugeln und so, ne? Ist klar. Ja. Sehr gut. 220 Kanonenkugeln. Also eins würde ich schon noch gerne versenken heute. Von mir aus gerne in ein NPC-Schiff. Wenn wir noch eins sehen, greifen wir noch eins an. Aber unseren Pech ist immer gekannt. Oh ja, wir sind ja einmal untergegangen. Dann müssen ja. wir zumindest, dass wir noch gegen Null. Oh, der hatten ja auch sogar bald, den Mojito. Dauert echt nicht mehr lang. Muss ich mal Higgins schreiben und macht aber seinen Rechner wieder an. Lässt er immer an. Aber den Strompreisen, ich weiß nicht. War ein bisschen ärgert, mein Vater ist zwar schon Rentner jetzt, aber er ist gelernter Elektriker. Und ich habe gesagt, Vater, hier. Ach, ich bin über Bord, alles gut. Ein sogenanntes Balkonkraftwerk heißt das, glaube ich. Ja, habe ich schon von gehört, ja. Genau, ich habe auch nur bedingt von gehört, bis ich da mal ein Video gesehen habe, wo das einer erklärt hat. Ist eigentlich ziemlich simpel. Mm. Dein Hausbesitzer dürfte es dir verbieten, wenn es das Haus verschandelt, also wenn es dann halt nicht mehr so schön aussieht. Mm. Wäre bei uns nicht der Fall. Also ich glaube, mit einem Hausvermieter hätte ich gar kein Ding. Und du musst es mit deinem Energiebetreiber absprechen. Der darf es dir eigentlich auch nicht verbieten. Der muss dir nur maximal einen neuen Zähler geben, wenn du einen Aspar-Ural-Zähler hast, weil es würde der rückwärts drehen, das nicht erlaubt. So. Das heißt, und dann tust du theoretisch gesehen Strom einspeisen oder halt keinen verbrauchen, wenn du... Und es ist wirklich genauso simpel. Also, ich bin ja Laie, aber so wie ich das verstanden habe, du stellst dir das Ding auf den Balkon, steckst es in die Steckdose, das war's. So in der Art, ja.
Und du hast halt keinen Speicher und du kriegst auch kein Geld für das, was du zusätzlich einspeist. Das ist dann so. So. Und ich habe einen Balkon, der ist wirklich ungenutzt. Da ist sehr oft Sonne. Das wäre sehr gut, habe ich meinem Vater gesagt. Vater, du bist Rentner, hast Zeit, bist gelernter Elektriker. Bitte mach dich schlau, gib mir Rückmeldung. Das ist jetzt fast eine Woche her. Dreimal dürft ihr raten, was nicht gekommen ist. Irgendeine Rückmeldung. Dreimal dürft ihr raten, was ich das nächste Mal mache, wenn der PC Probleme hat. Dann habe ich auch mal keine Zeit. Und ich bin kein Rentner, ich bin berufstätig. So, eine geschätzte Schatzsuche des Captains, genau. Und das ist... Schon einfach mal was da wäre das Bundle. Da wäre das Bundle für 4000. Und wir haben das Rätsel-Bundle. Okay, warte. Ich schmeiß das andere weg. Ich muss dafür jetzt aber an Bord. Ja, wenn wir schon was abgeben, wir haben noch nicht den vollen Rang. Nein. Dann kriegen wir viel. Nee. Dann kriegst du 100 plus statt 1000 oder so. Da ärgern wir uns. Okay. Warte, ich schmeiß diese Rätseldinger weg, die ich falsch gekauft habe. Hier, geschätzte Rätsel. Das ist das hier. Genau, hier. Eins verwerfen. Enter, verwerfen. Ah, ich kann die einzeln verwerfen. Das ist ja geil. Okay. Das ist cool. Dann mache ich jetzt genau, bis ich 5 frei habe. Verwerfen. Ja. So, jetzt habe ich genau 5 frei. Also 5? Und jetzt kann ich die anderen kaufen. Dann haben wir direkt 5 auf einmal. Können wir so ein bisschen eine kleine Rundreise planen und dann passt das zeitlich auch. Ach. Ich hüpfe einfach zu weit außen. Moment, hier, Supply kaufen, eine geschätzte, hier, Moment, warte. Eine geschätzte Schatzsuche, warte mal, das war hier geschätzte Schatzsuche des Captains, das war geschätzte Schatzsuche im Bundle mal 5, genau. Danke. So. Gut. So, und wir müssen jetzt, Thieves Haven, geradeaus. Segel. Ein bisschen weg, wir wollen nichts rammen. Vor allem jetzt nochmal kurz zu diesem Wacken ist direkt ausverkauft. Was machen denn die Leute, die kein Internet haben, weil das Netz überlastet ist, weil zu viele Leute auf einem Fleck sind und noch auf der Heimreise sind? Tja. Das ist schon irgendwie doof. Also, warum startet man den Vorverkauf direkt einen Tag danach? Das meine ich. Echt weit verstreut, die Scheiße, ne? Was denn, wo denn? Ach, die! Jetzt hier auf der Insel. Hm. Ich weiß aber, wo wir gleich reinkommen. Ich kenne Thieves Haven. Wir kommen rein, wenn du in die Mitte der Insel guckst, ist rechts nochmal so ein kleines Loch und da ist so ein umgedrehtes Schiffswrack. Bei E4. Ja. Genau da halten wir. Da kannst du nämlich hochkrabbeln. Und hast eine Orientierung, wo du rauskommst. Wer schippt denn hier durch? Ja, ja. Bei Thieves Haven. Machen wir Halbmast, ha? Ja, ja, mach mich mal ein bisschen hoch. Bei Thieves Haven fällt man immer rein. Schnell. Das ist eine schöne Idee, die Insel. Ich mag das.
Warum so weit rechts? In mein Vieh saven. Okay, hoch damit. Ist oben. Steh am Anker. Nee, ich hab. Ich komm doch. Ja, ich. Wir kommen doch von der anderen Seite rein, okay. Aber da, wo ich jetzt noch zufahre, das ist das, was ich meinte. Dieses Fuß. Bisschen Segel? Ganz klein gehe ich nur. Und dann direkt wieder hoch. Oh, das reicht. Oh, das kannst du Anker machen. Hier stehen wir halbwegs gut. So. Das eine ist ja super hässlich. Das gehe ich zuerst holen. Also in der Hinsicht super hässlich, dass ich zwar weiß, wo es genau ist, aber es ist genau auf der anderen Seite, wo wir hier gerade sind. Also außen. Hier, wir teilen uns auf, ne? Ja, ja. Also ich mach das ganz rechts oben weg. Rechts oben, okay. Den Weg hier hoch finden. Ich lasse ich bewusst was Schiff liegen, weil wir das wieder irgendwo... Ah, okay. Oh, no. Ich will nicht ausgepeitscht werden von deiner... Scheiße, ich hab kein Essen dabei. Ja, ich sterb jetzt, weil es sind halt einfach zwei. Ja, ist doch scheiße, Mann. Das ist doch wieder langweilig. Rare. Kommst raus, spawnen drei von diesen Fischviechern da und zwei mit diesen Blitzdingern. Und die machen dir erstmal so viel Aua, dass du kein Land siehst. Explosionsfass. Ja. Warum soll es dir besser gehen wie mir? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Muss ich da wieder hin und die sind da wahrscheinlich immer noch. So, das ist doch hier das Ding. Dann hier auf dem Weg. Oder auch nicht. Mist. Das ist auch aber das. Was soll das sein? Hier ist viel zu wenig Wasser dafür. Da fehlt viel zu viel Wasser dafür. Darf ich gar nicht buddeln? Hä? Aber ich bin doch genau... Nee, das ist das nicht. Muss viel größer... Ah, das kann nicht sein. Oh nein. Das Steuer war eingelenkt. Unser Schiff dreht sich. Dafür warst du zuständig. Ah. So, den habe ich. Dann hole ich den anderen hier. Der ist irgendwo da oben.
Nee, das ist, bin ich doch wieder völlig falsch. Was? Ich bin da dran vorbei? Das war da an dem Eck? Oh, wie dumm. Ja, okay, ich bin schuld. Gut. Sind wir uns ja einig. So. Das ist auch dumm programmiert. Ich bin gestorben. Bin aber am eigenen Schiff wieder gespawnt. Jetzt renne ich von meinem Schiff weg und komme wieder hin und dann wird es mir wieder vorgestellt. Ja. So, hier müsste das ist falsch eingezeichnet. So hier oder was? Nee. Das ist das nicht. Das ist das nicht, aber das kann. Das muss das auch. F. Aber wo ist denn das da? Das ist hier. Ja. Okay, nur noch eine dann. Ach ja, Leute, euch habe ich gewartet. Ja, wie viel denn noch? So, okay. Ja, super. Was? Runtergeflogen. Aber du hast die Kiste noch. Guck grad, ich hab die. Oh shit. Ich muss hier nochmal holen. Und versuchen zu überleben. Wird's eher witzig. Ah, das ist unter der Brücke. Vor der Brücke, vor der Brücke, unter der Brücke. Hier. Okay, die war einfach. Mehr so Kisten, bitte.
Oh, jetzt kann ich springen. Nein, Explosionsfass. Ja, jetzt kann ich wieder springen. Nein! Ja, die Sachen lagen da, ne? Warte, hier. Ich kann dich da eh nicht schocken. Liegt noch eins? Ja, ich hab da hinten. Ja, da. Ich hab noch ein. Wie komme ich in dieses Schiff rein? Ich hab noch eine Truhe noch hier hinten stehen. Hä? Welche Truhe? Ich hab doch zwei Truhen geholt. Achso. Das war jetzt nur eine. Kannst du mich jetzt hocken? Nee. Ah doch, warte. Hab ich das Ding hier? Oh. Umdrehen, ne? Nee, ich nehme ja noch das andere Saphir-Dinge. Das sind doch zwei. Waren doch zwei. Oder hast du beide? Saphir-Dinger. Ja, ich habe beide. Achso, okay. Habe ich zuerst geguckt. Passt ja. Vollfressen. Ich schlag schon direkt das Neue vor. Moment. Eins fehlt doch noch, oder hast du das geholt? Habe ich schon geholt. Ah. Okay. So, Moment. Geschätzte, einige schnelle, auf schnell gefährliche Seefahrt des Captains geschätzte Schatzsuche, genau. Zack. Einmal bitte abstimmen. Jo. Schöne Bucht, echt schöne Bucht. Ja, okay, ich weiß, welche Insel das ist, aber ich weiß nicht genau, wo sie gerade liegt. Meistens ist es aber so, dass die einen nicht 100 Kilometer weit weglotsen wollen. Da haben wir es doch, Multimare Rock, genau nebendran. Wunderfein. Da haben wir gerade am kompletten Arsch rum. Können wir noch ein gutes Banenje? Ah, da geht noch eins. Banenje! Schon wieder mit Wind. Heute ist echt verdächtig. Und Segel. Auf, trau dich was. Nein. Ach. Bisschen mehr Mut. Da glitzert was. Ich weiß. War eine Rumkiste. Ich weiß, habe ich gesehen, da habe ich ausgebuddelt. So, wie viel haben wir da? Auch wieder drei? Drei. Ja, die gehen ratzfatz, ne? Ja, ausgebuddelt, zack, neue Quest angenommen. Das ist schön. Haben wir schon Stufe 4? Ja, aber fast. Oh, jetzt schießt die Insel auf uns. Schießt er auf uns? Ja, so ein, gibt's so ein Skelett nicht. Halt. Ja, ja. Das sieht schon cool aus, ne? Oh, nochmal. So, wir kommen genau von der Seite, von links. Kommen wir. Dann nehme ich den Schatz ganz hinten. Gut, dann mache ich den. Oder ist er nur direkt, was wir hocken können? Hier rechts. Was ist das? Munitionskiste. Nein.
Krieg sie hin. Wird das Beste sein. Jetzt kann ich sie nicht hucken. Jetzt. So. Die war genau hier. Na, ist ja jetzt fester Boden. Alter. Ich meine, es ist eigentlich, die Idee von Sea of Thieves ist gut wie billig. Also gerade ist mit dem Schätze ausbuddeln. Ein paar X'e, zack, mit dem Spaten ein bisschen rein, an jemanden zu, kommt eine Kiste raus, fertig. Ist das schön? Ja. Das Bananen da, nehmen wir mal gutes Essen mit. Und schon sind wir wieder fertig mit der Mission. Und gleich die nächste. Immer weiter. Wahrscheinlich wir direkt die Insel nebendran oder so. Sag ich nicht nein. Keine langen Wege. Ja, ich mach noch hier kurz die Fässer leer. Gut. Lager in eine Obstkiste. Oh, wow. Naja, ist aktuell ein bisschen verbuggt. So, ich schlag direkt das nächste vor. Jo. Da. Es ist auch wieder hier. Ja, geschätzte Schatzung. So, wir müssen. Ach, 1, 2, 3, 4, 5 auf eine Insel. Da kriege ich ja harte Nibbel. So, wir müssen nur die Insel noch finden. Nee. Ist so weit in der Regel. Weg. Nochmal gucken, das ist dieses Viech da in Insel. Tiefer ist es nicht. Wo sind denn die anderen Schnitte? Sind die weg vom Server? Sieht so aus. Sehe gerade nichts mehr. Das ist schon mal gut zu wissen. Nee, so hoch ist das nicht. Brauchst du einen QR-Scanner für Sea of Thieves, wo ich die Insel einfach nur das Handy hinhalte und der sagt mir, wie die heißt. Das würde uns einiges ersparen. Und natürlich noch Buchstabe. Und der Zahl, wo wir hin müssen. Das. Ne, jetzt habe ich so lange rumgescrollt, dass ich schon wieder vergessen habe, wie es aussieht. Ja, okay, so. Jetzt gucke ich doch überall. Salty Sands? Nein. Die ist nicht so riesig. Ist doch hier wieder irgendwo in der Nähe sein. Chicken Island, Stevens Bolt. Was machst du da? Es ist Booty Isle, da unten. Hab's nicht gesehen. Okay, Südwesten müssen wir. Ich habe es wieder nicht gesehen. Es war doch klar, dass es wieder ganz in der Nähe ist. Es war doch klar. Aber lass uns rechts an Dings vorbei. Dann müssen wir wieder durchfahren. Ist das hier die Insel, die große? Nein. Hinten dran, aber wenn wir rechts dran vorbeifahren, haben wir Mitwind. Rechts dran vorbei, ja. Okay. Immer schneller. Jo. Also übrigens keine Schaluppe heute in Sicht, die von Skeletten ist, ne? Ja. Weil die Fässer NPC, lassen wir das. Ja. Das sind nur Fässer, da fahren wir jetzt einfach. Ja, ja. Also keine NPC-Skelett-Schaluppe. Ich hätte gerne eine versenkt heute, aber. Wir haben nur einen Dreimaster einmal gesehen. Richtig. Trauen sich heute nicht an uns ran, die Skelette. Die wissen einfach,
Hier kommen die absoluten Skelett-Pros. Das sind die Skeletttöter. Genau. Skelettjäger. Haben wir eigentlich... Nee, heute nicht. Was komisch ist, manchmal segelst du und du hast gefühlt alle 5 Minuten eins, was dich nervt, ja? Ja. Und heute irgendwie, weiß nicht, vielleicht haben die heute, vielleicht streiken die. Oh, da ist ein Beiboot. Guck mal genau. Wir haben doch schon eins. Vielleicht ist das aber voll. Ja und? Da ist doch gar nicht, ja, vielleicht ein, zwei Kugeln können drin sein, aber ach Gott. Ja, fahr drüber. Können wir doch eh kein. Ach, du meinst das hier im Wasser? Ja. Hab ich gar nicht gedacht an Land. Nee. Aber wer lässt da schon so ein Boot einfach da? Wenn derjenige einen Disconnect hat zum Beispiel. Und er war alleine. Oder gegen eins mit Kanone getauscht hat. Oder das. Oder das. Also heute gab es noch keinen Crash, aber wenn du das Spiel alleine spielst, hast du einen Crash, ja. Dann ist dein Schiff weg. Und alles, was drauf war. Muss ich dazu sagen, ja, man kann Sea of Thieves. Die Insel davor, die Markierung habe ich weggemacht, ja. Ja. Man kann Sea of Thieves auch alleine spielen. Das geht. Aber macht halt nicht so viel Spaß. Und wenn du halt angegriffen wirst, auch gegen eine andere Schaluppe reicht schon. Wenn die zu zweit sind, dann siehst du halt kein Land. Ja. Dann machen die dich platt. Also. Richtig. Also mindestens zu zweit, am besten zu dritt und zu viert spiele ich es zwar auch mal gerne, aber jetzt ohne gegen irgendeinen zu sagen, mit dem ich schon so viel zusammengespielt habe, es ist nicht böse gemeint, aber es ist meistens schon viel mehr los im Discord, meistens ein bisschen hektischer. Es wird auch eher mal zu Musikspielen ausarten, obwohl man eigentlich Segel machen sollte. Und man hat ja da gerade 3 Stück, die man ausrichten muss, also da ist es noch wichtiger. Wir haben noch nicht einmal. Ja, heute nicht. Ne? Aber ich bin schon sau oft zu viert gesegelt und war ich hinten am Steuer. Und dann sind die Segel nicht ausgerichtet und alle 3 spielen Musik und stehen da. Und ich würde ihm am liebsten alle so eine Schelle verpassen im Real Life. Weil ich bedenke, Leute, wir sind hier nicht auf der Kaffeefahrt ins Blaue. Ihr müsst hier mit anpacken, wenn wir irgendwo ankommen wollen. Ja? Also total uneffektiv halt. Und das Schiff ist halt sau unwendig. Also. Wenn du halt Pech hast, du kannst von einem Zweimaster kannst du weggebombt werden. Wie wir auch schon eine Galeone weggebombt haben, ne? Wir kommen vom Norden, kann das sein? Ja, ne? Wir kommen von oben, ja. Das ist oben, ja. Okay. Aber wir verhungern. Was geht's? Ach. Das segelt noch ein bisschen. Nee, guck du mal. Ja, weil ich jetzt wieder segeln gegeben habe. Wollte ich gerade sagen. Moment, jetzt segeln wir voll vorbei. Ach Quatsch, vorbei segeln tun wir. Es hat manchmal schon einen Ticken unrealistisch, wie das Schiff sich hier segelt, weil... Wieso drehen wir uns? Engine. Anker ist unten, Mann. So. Erstmal töte ich die Schlange hier. Bevor sie mich vergiftet. Wo ist denn die nächste? Ich hör sie schon zischen. Ohne. Ja, hier. Jo, also. Dann gehe ich jetzt kerzengerade und hol den Schatz. Moment. Das soll nämlich genau hier sein. Immer nach dem ersten Spatenstich kurz Pause machen, ob man angegriffen wird. Richtig. Schön, dass du noch da bist, Traum der Seele. Na, ihr waren schon Skelette, deswegen sind keine gespawnt. Wer schießt? Ach, hier hinten. Oh. Dacht schon, ja. Wahnsinn. Durch die Hecken durchgeschossen. Ab durch die Hecke. Ab durch die Hecke. So. So hast du auch schon was ausgebuddelt. Keiner sein. Nee.
Eins habe ich. Hier muss irgendwo noch eins drin sein, aber ich wüsste nicht. Aber wir. Oh no. So, das Gute ist, ich habe keine heulende Kiste. Schlecht ist, es ist eine der 1000 Crocs. Ist ja auch ätzend. Hä? Ich dachte, ich hätte den ausgebuddelt. Die muss direkt. Ach, da wo du jetzt bist. Oh, nehmen wir die noch. Natürlich spawnen wieder welche. Ich sehe nichts. Wo denn? Hier im Gebüsch, wo ich am Kämpfen bin. Einfach mal in die Menge halten. Ja, einfach mal ein paar Sträucher klein hauen. Achso, das war's schon. Okay. Das war's schon. Ja. So, wir sind 4. Wenn wir noch eine machen, sind wir 5. Da können wir abgeben und aufhören. Da kriegen wir noch richtig viel Bonus. Was ist das da hinten? Ach so. Munitionsbeutel. Ich schlag schon mal vor, da kannst du schnell abstimmen hier. Moment. Ja, ich komme. Da. Ja, warum nimmst du auch die? Extra zum Hocken hingelegt. Lass sie fallen, stimm einfach ab. Okay, direkt nebendran. Das ist echt effizient. Sehr gut. So, ich segel schon weiter. Das Schöne ist halt, so kannst du dir die Zeit besser einteilen. Weißt du, was ich meine? Du kannst sagen, jetzt komm, für halbe Stunde haben wir noch Fisch, haben wir noch eine, machen wir noch oder so, weißt du? Wenn du sonst eine gemacht hast, so, jetzt müssen wir erst mal abgeben fahren, wir zum Außenposten wieder neue annehmen, weißt du? Und so hast du die halt alle immer an Bord, die wo du gerne machst, und dann machst du die halt. Ja, das ist schon in Ordnung. Hat lange gedauert, bis sie da hingekommen sind, wo sie jetzt sind, Sea of Thieves, aber so. So, fertig. was machst du? So, das ist hier rechts die, genau. Weil die vor uns halt. Ja. 4 Stück nochmal, es müsste reichen. Ja, warte doch nochmal. Und los. Oh, ist da ein Explosionsfass? Ich sehe das auch. Ja, aber da ist ein Skelett dran. Da ein Skelett dran? Ja. Ja, und wartet. Guck mal hier, wie der da sitzt und wartet. Sogar 2, guck mal, da hinten ist noch eins. Ich hab's weggepiekst. Mit der ja, Harpune. Den dahinter hab ich den Kopfschuss verpasst. Dann tritt den an. Ticken näher ran müssen wir noch. Ich hol schon mal die Explosionsfässer. Gute Idee. Wieder nach oben, ne?
So, wir kommen von vorne, aber von vorne, also von rechts, aber unten sind wir. Das heißt, die erste Kiste ist dann hier oben. Wenn ich den Weg hier gehe, da ist so ein kleiner Stein und dann müsste die da sein. Auch irgendwo noch so Tattoo-Ärmel von Sea of Thieves, fällt mir gerade ein. Die ziehe ich halt nie an, weil es halt sau warm ist, meistens, wenn ich das Spiel spiele. Die gab es auf der Gamescom. Da musste man sich damals anstellen. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Da musste man sich damals anstellen und da war, glaube ich, nur dieser PvP-Modus zu spielen. Und ich habe keinen Bock, mich dafür anzustellen. Und dann hat eine in der Facebook-Gruppe hat dann wohl am letzten Tag der Gamescom hat dann da die Messebetreiber von diesem Sea of Thieves PvP-Stand, der Modus, der abgeschaltet wurde, gefragt. Also die müssten noch jede Menge übrig gehabt haben von denen. Und dann, ja, hier, nimm die alle mit. Und dann hat die damals in der Facebook-Gruppe geschrieben, ich habe da noch, wer die will, soll Bescheid geben, per PayPal die Versandkosten mir überweisen und dann schicke ich das zu. Und das hat die auch gemacht, die Dame. War ganz cool. Habe ich auch original Sea of Thieves Tattoo. Was heißt Ärmel? Ich glaub, das heißt so, aber das sind ja mehr oder weniger so Strumpfhosen für den Arm, ne? Jo. Also theoretisch sehen hier. Ach, wie es heute läuft. Bong. Ach da. Nicht gesehen. Belobung freigeschaltet. Goldener Seefahrer Stufe 3. Okay. Dabei eigentlich. Vor allem, wenn die Kokosnuss mit ganzer Schale verdrückt. Ne? Das ist ein Pirat hier. Ein Mann. Genau. Ja, perfekt. Es nagt immer noch, ich sag's jetzt nochmal und ich sag's bei der Abmoderation bestimmt auch nochmal, es nagt so ein bisschen an der Seele, dass wir einmal versenkt wurden und nicht mindestens auch ein anderes Schiff versenkt haben. Aber ich kann's nicht ändern. So, schnellster Außenposten. Ach, der Plunder direkt über uns, wunderbar. Schnellabgabe lohnt, ja doch. Da können wir nämlich alles, also wir haben zwar nur... Wir haben einen Schädel. Ja, darum geht's nicht. Das Problem ist, wir müssen von dem Steg dann sau lange laufen, bis wir beim Zelt sind, weißt du? Da ist noch ein Fass, soll ich es mitbringen? Oh, klar. Dann halt an. Ich drehe bisher nur. Achso. Jo. Und bis wir dann auch, und ich verweise auch nochmal auf das Besoffenmachfass, 1000 Grocks. Deswegen würde ich sagen, ach nö, lass mal. Aber es ist ein schönes Spiel, ich bleib dabei.
Ja. Schön entspannend. Stellenweise. Ja. Überwiegend. Und man macht sich hier so seinen eigenen Abend, kann man sich so schön gestalten, man hat viele Möglichkeiten. Das stimmt. Das wackelt aber komisch. Nacht, Befehle. Ja, Nacht. Schön, dass du dabei warst. Schlaf gut. Du bleibst im Lurk bis zum Ende. Okay, dann sag ich schon mal gute Nacht. Genau. Ja, wir gehen jetzt auch ab. Und dann spiele ich und streame ich auch heute nichts anderes mehr. Dann mache ich das YouTube-Video noch fertig und es geht dann morgen live. Genau, auf dem Hauptkanal. Stunden sammeln, ja, ja. Ja, ist doch schön, dass ihr einen Grund habt, hier weiter zu sehen. Und mal ein bisschen hoch, ist lebendiger, ne? Ja, ja. Muss halt hier bewusst immer so einen großen Bogen fahren, weil hier ist es halt, da siehst du schon rechts so eine kleine fiese Sandbank. Diese fiese Sandbank. Das sag mal, aber ist das nur für diese Quest mit Johnny Depp, wollte ich schon sagen, die haben irgendwann reingepatcht, dass hier dieses halbe Schiffsding da rumsteht, auf jedem Außenposten. Ja. Und da sitzt einer vorne dran, aber die habe ich noch nie reden müssen. Für welche Quest sind die, weißt du? Ist das dann mit diesem, ist ja nicht Johnny Depp, es ist Jack. Hoch, Segel hoch. Captain. Der Segel ist oben. Nein, ist es nicht. Nee. Wieso ist das Segel oben? Weil wir noch Power gebraucht haben. Ja, das wusste ich nicht. Hab ich nicht gesehen, dass das oben ist. So, hocken oder... Gib ab, komm. Laufen wir? Ja, das dauert doch viel zu lange, bis wir jetzt alles hochgestellt haben, gehuckt haben, runtergefahren und wieder abgegeben. Wir haben direkt die Leiter, wir kommen direkt wieder rein. Passt doch. Das in der Leiter, drück F, er fällt runter. Och, come on. Wo geht's hier hoch? Nirgends, oder? Wollt ihr mich trollen? Ganz da hinten nur. Ach, du Okay, fall besser nicht ins Wasser. Das ist frustrierend. Nein, nein, nein. Oh, knapp. Nicht ins Wasser fallen. Gleich ein Drehwurm. Hier so viele Kisten können es doch gar nicht mehr sein. Ein paar sind noch. Drei oder so. Zwei. Ne, eine. Ups. Sind immer nur die gleichen gewesen, sehe ich gerade. Ne? So. Die Munitionskisten können wir jetzt auch da abgeben, oder? Alles. Mach sehr an. Schön. Mach alles voll, was geht. Ja. Essen habe ich auch schon voll gemacht. Die Obstkiste, sogar noch nur mit Bananen. Mir Mühe gegeben. Achso, jetzt bin ich runtergerannt. Die Kanonenkugelkiste, die ist auch hier noch, genau. Zack. Nein, nehmen. .50 von .50, jawohl. Gehst da hoch. Okay.
Gut, also da ist jetzt keine besonders gute Kiste dabei, sprich, geben halt alle immer ein bisschen wenig und den Bonus halt drauf, aber... Wir haben noch die Explosionsfässer oben noch, ne? Und die Flagge. Ja, dann segeln wir gleich noch an die andere Seite. Nein, ich habe die besoffene Kiste, nein. Ja, das Problem ist, du fällst hier halt ins Wasser und da drüben ist nur eine Leiter. Ah, hier ist noch eine. Super nervig, ey. Okay, die gab wenigstens ein bisschen mehr. Und ich will die Schiffssachen dann noch abspeichern, also muss ich nochmal kurz vorher in den Hafen. Aber das muss ich dann nur einmal machen. Furzt darum. Der Boden knackt. Ich weiß noch, als das Spiel rauskam und voll den Hype hatte und jeder hat's gezockt, da wurde alles, was abgegeben wurde, jeder Spieler, ja, egal was er wo abgegeben hat, wurde über einen Server berechnet, über eine Schnittstelle. Und die war natürlich komplett ausgelastet. Die haben die einfach nicht bedacht, so dass es da wahrscheinlich zu einem Nadelöhr kommen wird. Hast du abgegeben, aber hast kein Gold gekriegt, keine Belohnung. Es kam irgendwann später. Wenn das alles abgearbeitet wurde, hast du irgendwann mal gekriegt, bis sie das dann umgestellt haben. Ah, die Fässer noch? Können wir auch vorne abgeben direkt. Also ja, kannst gern schon machen, aber ich drehe schon mal rum, dass wir vorne nochmal halten. Ich muss ja eh noch kurz zum... Ja. Die geben halt nichts, ne, im Verhältnis immer. Aber es hat länger gedauert, wenn wir jetzt überall hinlaufen müssen zum Zelt. Definitiv. Nicht gereicht. Gucken, dass ich rumkomme. Kannst du auf der anderen Seite mich empfangen? Ja, ich dachte, ich komme jetzt noch zu dir irgendwie noch ans Schiff. Ja, renn doch auf die andere Seite rüber jetzt zum anderen Steg. Du bist schneller am Steg sein als ich. Was? Ja, nein, ich dachte nur beim Segel hoch und sonst irgendwas machen. Ach so. Helfen, weißt du? Ja, aber hier müsste doch noch was. Eine Fass müssen wir noch haben oben, oder? Ein Fass haben wir noch. Siehst du? Da rennt er schon mal rüber. Auch wichtig ist, wir haben kein Loch reingemacht, seitdem wir es repariert haben. Das möchte ich auch jetzt, so beibehalten, dass das Schiff heil bleibt. Hier mal alles abspeichern. Die Flagge? Ah ja, machen wir auch noch gleich, genau. Sus Angebot, hier kannst du... Ne, warte mal, ich muss das, glaube ich, in der Kiste muss ich das speichern, ne? Schiffsanpassung hier, Gegenstand für das Schiff speichern, genau. Hier. So, aber jetzt kann ich nicht mehr klicken, weil Schießbombe was da drauf drüber steht. So.
Ich streiche die Flagge. Kannst du machen, mache ich auch gleich, ja. So. Auch nochmal 5000, glaube ich, ne? Ja. Ja, Schiff versenkt man nicht, man soll heil bleiben. Ja. Wenn wir das nächste Mal wieder spielen. Kann man ja jetzt leveln. Achso, die sind ja oben. Das machen wir auch viel zu selten. Wenn wir nachts auf einer Insel unterwegs sind, machen wir einfach ein bisschen Signalfeuer an. Nein. Ja doch, dann sehen wir auf der Insel was. Ja, aber... Ja, die Gegner, welche? Wir haben doch keine Gegner, wir haben nur Opfer. Hätten uns die nicht so blöd überrascht, weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre, weil die waren so schlecht im Nahkampf-PvP. Wirklich so grottig. Ja, stimmt. Die haben sich drangestellt wie ein Blinder im Minenfeld. Also, ich glaube, die hätten wir, wenn wir den auf offener See oder hätten wir noch, wenn die früher gemerkt wären, rausgekommen, dann wäre das anders ausgegangen. Ob wir sie versenkt hätten, aber zumindest hätten sie uns nicht gekriegt, das glaube ich nicht. Okay, ich habe alles verschossen. Ist das nicht schön? Rotlicht-Feeling. Ja, schön war es gerne wieder. Wir sprechen ja uns ab, wann Hiroyuki auch wieder Zeit hat. Dann machen wir die Woche nochmal eine Runde. Ich sag schon mal gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin da weg. Ja, ciao. Bis dann. Ciao. Ja, Sea of Thieves für heute. Hat Spaß gemacht. Ja, es ärgert mich zwar, ich sag's jetzt nochmal, dass wir einmal versenkt wurden und wir konnten leider kein anderes Schiff mehr versenken, um das Ganze auszugleichen. Im PC hätte ja gereicht, aber so ist es nun mal. Trotzdem mal ein bisschen was gelevelt. Ich guck nochmal rein. Und zwar in Shipslog, genau. Meilenstein, Schiff, Meilenstein, wähle einen Meilenstein. Muss ich da einen Meilenstein wählen? Muss ich da was auswählen? Keine Ahnung. Also wir machen das ja alles passiv, ne? Missionen abgeschlossen bis zum nächsten Seefahrt, Missionen, Meilenstein. Hast du nicht gesehen. Ich bin da jetzt gar nicht, will mich da gar nicht aktuell reinfuchsen, was wir genau alles machen müssen. Was war jetzt Seefahrer, Botschafter, Goldsucher, Jäger und so weiter und so fort. Das sind die Piratenmeilensteine, das sind die Meilensteine des Schiffs an sich. Und da kann ich nochmal alle Schiffe überprüfen. Okay, habe ich jetzt... Nee, kann ich mehr geschafft damit. Aber auch schon viel. Ne? Naja, gut, selbes Design aktuell. Und da gucke ich mal, dass ich irgendwann noch was nehme, was passender zu den einzelnen Schiffstypen passt. Ansonsten gucken wir nochmal kurz. Nee. Ja. Piratenlogbuch endet in 16 Wochen, da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber wir spielen doch aktuell, das macht ja Laune, ne? Dann machen wir aktuell die Season noch ein bisschen, immer mal wieder, dass wir so passiv kriegen. Ich denke, die kriegen wir dann auch zeitnah voll gespielt. Und ja, das Entermesse ist schon lustig, da brauche ich nicht mehr meinen Season Pass für. Wobei, man kriegt auch viel zurück, vielleicht mache ich den auch und da kostet er nicht so viel, mal gucken, ne? Weil ich habe ja noch ein paar von den Marken übrig. Und wenn mir ein Spiel Spaß macht, dann gebe ich auch gerne Geld aus. Ne? Das ist jetzt nicht so wie bei Hunt Showdown. Sorry, Crytek, aber die Schuhe müsst ihr euch nochmal anziehen, weil da bin ich aktuell aufs Maximale demotiviert, das Spiel überhaupt nochmal zu spielen, aufgrund dieses bekloppten Events. Ja, mit so wenig Punkten und so. Mal gucken. So, aber hier ist jetzt Schluss. Für den Livestream wie für die YouTube-Aufnahme. Morgen bin ich sehr wahrscheinlich wieder live. Mal gucken, was ich spiele. Vielleicht mache ich da doch nochmal das verhasste Event. Ich habe jetzt lange genug kein Dings mehr gespielt, kein Handschau oder ich weiß noch nicht. Und ich spiele irgendwas anderes. Und das kommt die Woche auch mal wieder. Ne? Aber hier an dieser Stelle ist jetzt Schluss für den Livestream wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.